Einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute da draußen und ihr Quizfanatiker, ihr Monsterbrains, ihr schlauesten Menschen der Welt einfach. Ihr habt das richtige Programm eingeschaltet heute. Ihr seid nämlich hier live bei Snail TV. Und wie ihr feststellen könnt, ich bin, jetzt muss ich überlegen, wer das schon gemacht hat. Ich bin auf jeden Fall nicht Stefan. Bin Flo natürlich. Und freue mich, dass ihr heute eingeschaltet habt. Heute mit einer ganz neuen Crew. Hinter mir seht ihr schon den guten Jan sitzen. Jan und ich machen das heute gemeinsam mit dem Marc, der Elite-Crew, möchte ich mal so sagen, von Snail TV. Anders kann ich es nicht beschreiben. Die Besten der Besten, die Creme de la Creme, nur für euch heute. Und das Programm ist allerdings ein altbewährtes, ihr kennt das, Quiz-Time ist heute. Und wir spielen mit euch wieder das Quiz und wir hoffen, dass wir auch einen Champion küren können. Was ihr dafür tun müsst, ist natürlich die Fragen beantworten, die wir euch stellen. Und für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Und mitmachen könnt ihr unter der Internetadresse www.snail.tv/quiz. Und dort könnt ihr euch jetzt schon mal anmelden. Wir machen das genauso wie immer mit einer Testfrage in jedem Fall. Und die hat der Jan hoffentlich schon vorbereitet. Ihr seht seinen angespannten Blick im Hintergrund. ich kann die Testfrage gleich starten. Okay, gleich kann er. Lass dir Zeit, Jan, ich erkläre euch das nochmal. Okay. Wir wollen die Zuschauer da draußen ja auch abholen. Das heißt also, vielleicht kommt noch der eine oder andere kommt noch dazu. Wir werden auf jeden Fall heute wieder das alte Prinzip haben. Ihr könnt jederzeit mit dazu stoßen, ihr könnt einsteigen, wann ihr möchtet. Natürlich werden dann unter Umständen schon ein paar Fragen gestellt sein, aber wenn ihr natürlich richtig gut seid, dann könnt ihr auch später einsteigen und richtig Punkte machen. Ich frage einmal in den Chat, seid ihr alle schon mal da? Lasst doch mal ganz kurz ein Hallo da oder vielleicht ein cooles Snail TV Logo. Wir freuen uns, wenn natürlich möglichst viele mitmachen und wir wollen mal gucken, wie viele jetzt schon am Start sind, gerade im Chat zum Beispiel. Ansonsten natürlich wieder pickepackevolle Fragen, die von der Crew gestellt wurden. Ihr könnt aber auch selber Fragen stellen. Und zwar, wenn ihr einen Snail-TV-Account habt, dann geht ihr auf snail.tv, erstellt euch dazu not einen Account, richtet den ein. Und wenn ihr den habt, dann könnt ihr im Dashboard oben, gibt es einen Punkt, der nennt sich Quiz. Und dort könnt ihr selber Fragen einsenden, die dann gestellt werden. Und dann wird auch euer Name oben dann genannt, als Fragesteller sozusagen. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir ist der Chat noch mehr oder weniger tot. Da hat leider gar keiner geschrieben. Entweder bin ich gar nicht zu hören, das kann ja auch sein. Dann sagt mir das bitte. Falls wir aber ansonsten technisch in Ordnung sind für euch, dann würden wir, glaube ich, gleich loslegen wollen. Schauen wir mal, der Chat ist immer noch tot. Vielleicht ist auch mein Chat eingefroren. Was sagst du, Marc? Geht bei dir der Chat? Ich höre dich leider nicht, Regie. Ah, jetzt ist es viel besser. Was sagst du? Auch einfach. Man hört euch. Also wenn das schon die Rückmeldung ist, man hört euch. Gut, da müssen wir jetzt in der Schippe drauflegen auf jeden Fall. Was macht denn... Ach so, ja, ich muss mich erst anmelden, sagt Lorelei. Kein Problem. Die Zeit haben wir auf jeden Fall. In der Zeit, wie sieht's aus, Jan? Ich habe die Testfrage jetzt vorbereitet. Also könnte ich jetzt reinstellen. Ich überlege gerade, Marc, läuft alles in der Regie, damit du den Jan auch mal zeigen kannst in seiner... In seiner vollen Pracht? Ja, ja läuft, das ne? ist er. Das ist er. Hab mein Passwort vergessen, sagt Lorelei. Okay, ja, wir machen jetzt erstmal die Testfrage. Also insofern hast du ja noch ein bisschen Zeit, dir ein neues zuschicken zu lassen. Ja. Gut, Jan, dann fangen wir mal an. Ich die mal ein. Also, ihr seid hoffentlich alle angemeldet auf snail.tv/quiz. Ja. Richtig, genau, der Hinweis nochmal aus der Regie, das Passwort und gerade die automatisch generierten Mails von unserer Homepage haben die Angewohnheit natürlich im Spam-Ordner zu landen, wie so ziemlich alle automatisch generierten E-Mails. Da also gerne nochmal gucken. Und Lorelei ist ja Stammzuschauerin, deswegen lassen wir ihr natürlich auch die Zeit, um das Passwort zurückzusetzen. Gib uns ruhig gerne ein kleines Signal, wenn du soweit bist. So, und dann legen wir los mit der ersten Frage, eine Testfrage wohlgemerkt. Ich frage nochmal, hast du das Quiz zurückgesetzt, damit wir auch jetzt mal ja, starten? Okay, sehr gut. So, und da kommt die erste Frage. Wie viele Snail-TV-Logos? Dafür müssen wir jetzt aber in die Totale wechseln, weil die Frage sich auf die Totale, also auf die Kamera bezieht. Genau. Das ist natürlich eine richtige, eine richtig gute Frage. Wie viele Snail-TV-Logos kann man im Bild sehen? Ja, ist es eins? Ist es zwei? Sind es drei?
Oder sind es vier? Ja, also ihr könnt mal kurz zählen. Ich muss dazu sagen, wir haben auch jetzt unter anderem wieder ein bisschen am System gefeilt, am Quiz-System. Das heißt, ihr solltet eigentlich im Idealfall, und da hoffe ich wirklich, dass ihr mir kurz eine Rückmeldung gebt, ihr solltet dort eigentlich sehen können, einen kleinen Countdown, der durchläuft in Form einer Linie, die abnimmt bzw. zunimmt, je nachdem, wie ihr sie seht. Die sollte nach 15 Sekunden verschwinden und die Frage sollte auch wieder ausgeblendet sein. Wenn ihr mir das ganz kurz mal bestätigen könntet, dann könnten wir gleich loslegen. Ansonsten, die Antwort würde ich jetzt mal so sagen. Kannst du die Frage schließen, Jan? Kann ich machen. Ich würde jetzt nämlich mal sagen, ich zähle 1, ich zähle 2, ich zähle 3. Das ist also die richtige Antwort. Würde ich sagen, die Antwort lautet 3. Drei Logos haben wir. Okay. Das hier vorne zählt nicht auf dem Tisch. Das sieht man ja auch. Das ist auch noch ein Sticker, tatsächlich. Aber das zählt nicht. Dann würde ich mal sagen. Dann starte ich das Quiz nochmal neu. Nee, erstmal gucken, wie viele Leute das richtig hatten. Ach so, ja. Das kann ich machen. Auswerten. Wird nichts angezeigt. Wird nichts angezeigt. War wohl jetzt noch keiner so schnell drin. Das. Weiß ich nicht, ist das so tatsächlich? War bisher noch keiner drin, hat noch keiner mitgemacht. Ansonsten über Auswerten müsste dann ja eigentlich. Lieber Chat, es ist so ruhig ohne euch. The Most Chaotic zum Beispiel, unser gute Dome, ist auch im Chat. Ihr erkennt ihn an diesem tollen Schwertsymbol. Der ist ja eigentlich immer mit dabei und der sollte eigentlich auch sagen können, ob das funktioniert hat oder nicht. Lieber Dome. Also ich rufe den gleich an und baue hier eine Telefonkonferenz auf, Leute. Er hat sich weggesetzt. Also der Chat ist tot, ich weiß nicht genau, was das Problem ist. Ob konnten denn alle ihre Fragen abgeben oder ihre Antworten abgeben, die das wollten, ist ja die Hauptfrage. Sonst können wir nochmal eine zweite Testfrage starten. Mein Stream war gerade eingefroren, sagt der Dominik. Hast du denn die Frage auf deinem Gerät gesehen, ist ja die Frage, weil grundlegend ist das ja unabhängig vom Stream. Hast du denn noch eine zweite Testfrage, Jan? Ich kann noch schnell eine einrichten. Hau mal noch eine zweite Testfrage raus. Oh, Lorelei kann sich leider nicht anmelden, trotz neuem Passwort. Das ist ja merkwürdig. Warte mal, einer der Hauptfehler, Lorelei, ist, dass die Leute ihre E-Mail-Adresse eingeben als Benutzernamen. Hast du deinen Benutzernamen auch als Benutzernamen angegeben? Weil viele geben ihre E-Mail-Adresse dort an. Vielleicht ist das der Fehler. Vielleicht. Also ist hier Bugfixing live, bevor wir loslegen. Jan trägt noch die nächste Testfrage ein, damit wir nochmal gucken können, ob das so funktioniert. Hast beides schon versucht? Tja. Ich kann jetzt die zweite Frage reinladen. Noch einen Augenblick, wir müssen noch mal ganz kurz gucken. Die Lorelei kommt nicht rein. Das darf natürlich nicht sein. Jetzt weiß ich leider, ich habe leider nicht die Möglichkeit, hier irgendwas zu ändern, was das angeht. Ich weiß nicht. Kannst du einen zweiten Account anlegen? Vielleicht hast du noch eine zweite E-Mail-Adresse. Und wenn du gewinnst, dann packe ich das auf deinen anderen Account und dann. Kriegen wir das hin? Ansonsten weiß ich nicht. Also das Passwort, das neu generiert wurde, sollte natürlich funktionieren. Manchmal hat man auch ungesehene Leerzeichen drin. Manchmal ist das der Fehler. So, aber ich würde sagen, wir hauen jetzt die zweite Frage raus. Zweite Testfrage, Jan. Und die lautet. Wie heißt der Charakter, der rechts von Jan im Regal steht? Ist das A, Rocket? Ist das B, Groot? Ist das C, Star-Lord? Oder ist es D, Drax oder Drax? Ja, könnt ihr jetzt auf euren Geräten hoffentlich das eingeben. Was wir mit dem neuesten Update versucht haben zu fixen, ist, dass die Synchronität besser ist.
von Stream und von der Anzeige auf eurem Gerät und dass eben der Countdown automatisch durchläuft. Sollten immer 15 Sekunden sein. So, und ich glaube, wir können die Frage schließen. Mhm. Ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, niemals keinen einzigen Teil von Guardians of the Galaxy gesehen. Ja, muss man nachholen, ne? Ich weiß aber, dass es der gute Kerl Groot heißt. Obwohl ich lustigerweise immer irgendwie an den Lorax denken muss. Der Lorax ist ein ganz anderes Wesen, aber ich will immer Lorax zu dem sagen. Achso, das ist der von Dr. Seuss, der Lorax. Das ist aber was anderes, ja. Siehst du. Ja, Doma hat die Frage richtig. Also haben wir einen Mitspieler und das ist Doma, das ist großartig. 100% richtig. Du bist der Beste auf jeden Fall. Einen Punkt in der Testrunde. Vielleicht wollen die Leute aber auch nicht mitmachen. Kann sein. Okay, ich würde sagen, wir legen jetzt los. Jan, du nullst einmal das Quiz. Dann starte ich es doch mal. Ganz kurz, aber die Frage an Dome, war alles in Ordnung technisch? Und für den Rest, der vielleicht jetzt erst mitmachen möchte, ihr könnt das alle machen. Ich schreibe euch die Adresse kurz in den, ich muss das hier so ein bisschen halb verdreht machen. Aber für euch... Neue Website mit 4xW. Genau, das ist... Das ist Internet Version 4. Ja. Das wichtige World Wide Web ist das nämlich. So, das ist die Adresse unter www.snail.tv/quiz könnt ihr mitmachen. Und dort könnt ihr einen Account anlegen und dann könnt ihr direkt mitmachen, Punkte sammeln und einer von euch wird neuer Champion. Und ich glaube, wir warten nochmal 5 Sekunden und dann legen wir, glaube ich, los. Jan, wie war dein Tag heute? Recht anstrengend. Haben heute auf der Arbeit einiges machen müssen. Haben eine Moderation aufgezeichnet für eine neue Sendung. Mussten noch einen Bericht fertig schneiden. Ah, das ist ein hartes Leben. Ja. Also deswegen kommen wir direkt von der Arbeit hier. Also sind noch Klamotten noch an und so. Von der Arbeit in die Arbeit, das ist natürlich. Genau. Das ist bitter. Naja, das hier ist ja Freizeit, das machen wir zum Spaß. Das ist ja keine Arbeit hier. Spaß, sagt er. Genau. So, gut, okay, Leute. Ja. Ich gehe davon aus, alle, die mitmachen wollen und den Plan gefasst haben, sich zu registrieren, haben das entweder geschafft oder hätten sich bei uns gemeldet im Chat. Das heißt, wir beginnen jetzt mit der ersten Frage und die lautet wie folgt. Wenn ich sie reingeladen habe, kannst du sie lesen. Ach, wo Leute, ist sie denn? Haben wir doch die erste Frage. Premiere sozusagen. Drin ist sie jetzt. So, wie heißt im Tennis ein Spielgewinn bei gegnerischem Aufschlag? Wahrscheinlich gegnerischem. Gegnerisch soll es heißen, wir tun mal so, als wenn das drinsteht. Heißt im Tennis ein Spielgewinn bei gegnerischem Aufschlag? Ist das ein Set? Ist das der Tiebreak? Ist das der Break oder ist das der sogenannte Bully? Ihr habt 15 Sekunden Zeit, um diese Frage zu beantworten. Und ich drücke euch die Daumen. Natürlich, ist doch ganz klar, dass wir möglichst viele Punkte haben und es ein richtig spannendes Rennen wird, denn die Fragen werden mit Sicherheit noch schwerer werden. Ich darf übrigens die Regie einmal bitten, dass sie wieder den Knopf runter, den Finger vom Knopf nimmt, auf dem die Kommunikation stattfindet mit uns. Wir hören nämlich die ganze Zeit ein Geschnaufe. Ich weiß nicht, ob Marc da ein paar Liegestützen macht nebenher. Ja, kommt aus der Regie, alles klar. So, und die richtige Antwort war, meines Wissens nach, als ehemaliger Tennisspieler weiß ich, dass es der Break. Yep. Der Break ist richtig. Genau, und jetzt bin ich natürlich auch gespannt, wie viele Leute haben das gewusst? Es wird nichts angezeigt. Es wird also, nichts angezeigt. Also keiner. Tja, Leute. Ja. Blanko Prozent richtig. Ich kann jetzt nur vermuten, dass es entweder keiner gewusst hat. Kann das sein? Kann sein. Dass es keiner gewusst hat oder tatsächlich keiner mitgemacht hat, was sehr, sehr traurig wäre. Für mich persönlich wäre das richtig traurig, weil das nehme ich sehr persönlich. Weil mit Stefan hatten wir immer große Beteiligung. Tut mir leid, dann wird es das letzte Mal gewesen sein mit mir. Sag ich ganz offen. Gut, also gehen wir davon aus, es war alles in Ordnung, es hat keiner gewusst. Machen wir die nächste Frage. Hier kommt Frage 2. Das Quiz hattest du zurückgesetzt, ne? Ja, hatte ich nach der Testrunde, ja. Okay. Also, und zwar lautet die Frage, was ist der Monsun? Und wir wollen jetzt einfach mal diesen Hit von Tokyo Hotel außen vor lassen. Ja, das ist auch das Erste, was mir sofort eingefallen ist. Leider. Unglaublich, oder? Aber was ist der Monsun eigentlich, durch den man durch muss?
laut diesem Song. Ist das ein Tiefdruckgebiet? Ist das ein Hochdruckgebiet? Ist das ein Taifun? Oder ist es ein Wind? Das ist schon gar nicht so einfach zu beantworten. Wenn da 0% bei rauskommen würden, das ist auch so ein bisschen tricky, darf ich verraten. Würde mich das nicht wundern, wir schließen die Frage. Mhm. Und natürlich weißt du die Antwort sowieso, Jan, aber ich würde sagen, ich glaube, die richtige Antwort ist tatsächlich, ich wäre fast darauf gegangen, dass es ein Taifun ist. Aber tatsächlich ist ein Taifun, ja, wenn ich mich nicht irre, ich möchte es nicht sagen, ich weiß es nämlich nicht. Glaube, es ist ein Wind. Genau, es ist ein Wind. Und jetzt frage ich mich, Windform. Wie viele Leute haben das gewusst? Bitte sag, dass es nicht wieder null waren. Ja, doch. Es waren schon wieder null Leute? Das ist doch nicht euer Ernst. Also, ich könnte mich jetzt hier bockig stellen und sagen, ich mache jetzt hier nicht weiter. Ich frage mich nämlich, ob das jetzt wirklich Leute versucht haben zu beantworten oder ob da wirklich keiner mitspielt. Chat, was ist los mit euch? Gibt's doch mal ein bisschen Rückmeldung. Was ist da los eigentlich? Erzählt uns das doch mal. Wie fühlt ihr euch eigentlich? Geht's euch gut? So, und jetzt haben wir 11 Zuschauer. Jetzt gucken wir mal rein, ob wir da nicht Leute kriegen. Das waren jetzt sozusagen also so Aufwärmfragen. Aber jetzt geht's natürlich richtig los. Und an all die Zuschauer, die jetzt neu dabei sind, herzlich willkommen. Ihr habt richtig gute Chancen, heute zu gewinnen. Denn wir sind aktuell noch bei 0 Punkten. Niemand hat die Antworten bisher gewusst. Das ist kein Scherz. Keiner hat gesagt, was es ist, wie viele Punkte wir vergeben. Ist klar, ein Punkt pro Antwort. Das heißt, ihr könnt jetzt noch richtig aufholen, beziehungsweise euch mit der ersten Frage an die Spitze setzen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist mitzumachen auf dem Gerät eurer Wahl unter der Adresse www.snail.tv/quiz. Ich schreibe es gerne nochmal rein. Wieder mit nur echt mit 4 Ws. Nein, bitte nicht. Nachmachen. So, www.snail.tv/quiz. Und dort loggt ihr euch ein und könnt dann mitmachen. Wir hatten sonst immer eine sehr starke Quiz-Community. Und ich hoffe, die kriegen wir jetzt auch an den Start. Ich traue mich nicht, die nächste Frage zu eröffnen, Jan. Dann muss ich das halt machen. Ach, Jan, okay, na komm, nächste Frage. Okay. So, die Frage lautet, wer schrieb das berühmte Dschungelbuch? Ist es Joanne K. Rowling, bekannt von gewissen Fantasy-Filmen oder Romanen? Ist es Rudyard oder Rudyard Kipling? Ist es Charles Dickens oder ist es J.R.R. Tolkien? Ich glaube, man kann es tatsächlich sehr gut ausschließen. Ja. Könnte man? Ich überlege gerade. Ja, im Grunde ist die Antwort relativ einfach, denke ich. Jetzt möchte ich natürlich den Druck nicht zu hoch machen. Aber Leute, ich hoffe, ihr habt es gewusst, lieber Chat. Und jetzt schließen wir die Frage. Ja. Und drücken ganz kräftig die Daumen, Jan, dass es jetzt jemanden gibt, der diese Frage richtig beantwortet hat. Nein. Es gab niemanden, der diese Frage richtig beantwortet hat oder der mitgespielt hat. Leute, das wird die traurigste Sendung aller Zeiten. Ich bin ein bisschen ratlos. Was machen wir jetzt? Ich kann ein bisschen Hintergrundinformationen erzählen über den Autoren. Genau, nenn doch mal einfach vielleicht auch ein berühmtes Buch, was jeder kennt von Charles Dickens. keine Ahnung. Aber ich hätte jetzt halt Hintergrundinformationen noch so ein paar Sachen. Also das Dschungelbuch hat Rudyard Kipling geschrieben und das kam 1894 raus. Er hat sogar noch ein zweites dazu geschrieben, The Second Jungle Book. Das kam 1895 raus, also ein Jahr danach. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass die erste vollständige Übersetzung ins Deutsche erst Mitte der 90er passiert ist, also 1995, also 100 Jahre später. Davor wurde es anscheinend bruchstückweise wohl übersetzt, aber es war die erste vollständige Übersetzung ins Deutsche. 100 Jahre später, ja. Interessant, auf jeden Fall. Ich habe gerade mal nebenher gegoogelt, muss ich zugeben. Charles Dickens ist wohl verantwortlich für die berühmte
Weihnachtsgeschichte von Disney mit dem guten Herrn Scrooge. Kennt, glaube ich, jeder mittlerweile. Ansonsten Joanne K. Rowling. Genau, Joanne K. Rowling hat natürlich J.K. Harry Rowling, Potter geschrieben. Und wen hatten wir noch? J.R.R. Tolkien ist natürlich Herr der Ringe und der Hobbit. Das weiß jeder. User Neu sagt Test. Hi, User Neu. Schön, dass du da bist. Und herzlich willkommen beim Quiz. Ich hoffe, du weißt, wie du reinkommst. snail.tv/quiz lautet die Adresse. Da kannst du mitmachen, kannst dich noch schnell einloggen. So viel Zeit muss man sich nehmen, liebe Leute. Ich versuche jetzt nochmal ein paar Leute reinzuholen, ja? Aber vielleicht, weiß ich nicht. Jan, erzähl nochmal was Interessantes. Ich habe jetzt schon das im Prinzip ausgeschöpfte Informationen. Kannst du uns noch was Interessantes zu den anderen Fragen sagen? Zu welchen? Die jetzt schon waren? Die schon waren, genau, richtig. Ja. Da habe ich nicht wirklich was jetzt zu gehabt. Aber man kann. Also das Dschungelbuch ist auf jeden Fall sehr oft verfilmt worden, da habe ich noch ein paar Daten. Die erste Realverfilmung war 1942 vom Dschungelbuch, wurde von Soltan Korda Regie geführt anscheinend und dann kam 1967 kam dann das Dschungelbuch von Disney, das die meisten wahrscheinlich kennen werden, wo es dann als Zeichentrickversion verfilmt wurde. Und dann gab es noch weitere Realverfilmungen. Und zwar dann in den 90ern, 1994 gab es eine Realverfilmung, bei dem sogar John Cleese mitgespielt hat. Wenn man jetzt Monty Python kennt, also da John Cleese ist einer derjenigen davon. Kennen wir auch, glaube ich, aus anderen. Ja, aber das ist davon sehr am bekanntesten. Also Forty Towers hat er ja auch gemacht zum Beispiel und ja. 2003 hat Disney eine Fortsetzung zu dem Originalfilm von 67 nochmal gemacht. Der lief aber, ich glaube, da war das so, das war so Anfang der 2000er, wo Disney wirklich so, weiß nicht, Dutzende Filme, so eine Fortsetzung rausgebracht hat, oder Prequels oder Sequels oder was auch immer. Und die meisten sind immer direkt auf DVD rauskamen, weswegen viele nicht wirklich von den meisten davon gehört haben. Zum Beispiel, ich glaube, die wenigsten wissen, dass es irgendwie 3 Cinderella-Filme gibt, weil sie den zweiten, den dritten Teil einfach mal auf DVD released haben, so Mitte der 2000er. Genauso wie hier mit Dschungelbuch 2, da gab es auch noch, was gab es noch so? Kapp und Kappa haben sie, glaube ich, auch noch eine Fortsetzung gemacht. Und der Glöckner von Notre Dame hat auch eine Fortsetzung bekommen. Alles Sachen, die nie im Kino liefen, die einfach direkt auf DVD rauskamen für das Heimkino. Deswegen ist das auch so ein Kandidat, der wohl ein bisschen so an der Teppich gerutscht ist, wo keiner richtig was mitbekommen hat von. Und dann kam natürlich jetzt vor ein paar Jahren, 2016, die neueste Version. Ah nee, danach kam ja nochmal. Ach stimmt, das wurde im letzten Jahr noch ein paar Mal nochmal neu gemacht, ja. Also 2016 war dann die Realverfilmung von Disney, die von Jon Favreau, wo er Regie geführt hat. Und dann gab es nochmal im Dezember 2018, also gar nicht allzu lange her, nochmal eine Realverfilmung, die dann von Andy Serkis gemacht wurde. Andy Serkis könnte vielleicht einigen ein Begriff sein. Er hat zum Beispiel auch Gollum gespielt. Natürlich, oder er ist halt hauptsächlich dafür bekannt, wirklich so animierte CGI-Charaktere zu spielen. Also wollte ich gerade sagen, der macht ja wirklich extrem viel. Ich glaube, der hat auch, jetzt bin ich nicht ganz sicher, King Planet, Kong, glaube ich, hat er auch gespielt. Ja, den King Kong hat er gespielt. Er hat jetzt auch bei den neuen Planet der Affen-Filmen hat er auch Caesar gespielt, den Hauptcharakter. Den hat er auch gemacht. Und jetzt bei Star Wars hat er auch Snoke gespielt. Richtig. Den auch, ja. Genau, ja, ich erinnere mich. So. Ja, und der hat Regie geführt bei dem. Andy Serkis, genau, der führt ja auch Regie. Der ist eigentlich, ich finde das so schade, irgendwie, dass diese Leute einfach meistens ja nicht so viel Würdigung erfahren, weil sie einfach nicht in Persona zu sehen sind. Ja. Aber wenn man so ein Making-of mal von Herr der Ringe gesehen hat, was der so an Mimik und Gestik und alles reinpackt, und das wird ja auch abgegriffen mittlerweile über die Technik.
Das ist schon der Wahnsinn. So, Leute. Aber es gab auch neulich, es gab ja auch einen Film, wo er auch kein animierter Charakter war, wo er wirklich so real geschauspielt hat, bei Black Panther. Da war Andy, leider nicht gesehen. Ja, okay, da war Andy Serkis halt ein Antagonist, der einfach so dabei war und hätte sich selber gespielt und keinen animierten Charakter mal zur Abwechslung. Ausnahmsweise. Ja. Ist, glaube ich, auch kein schlechter Schauspieler. So. Nee, auf jeden Fall. Der kein ist schlechter Quizspieler bist du. Und deswegen machst du mit, logischerweise bei snail.tv/quiz. Und wir stellen jetzt die nächste Frage und hoffen, dass jetzt ein paar Leute mit dabei sind, die die Antworten wissen. Und deswegen, bist du bereit, Jan? Ich kann die Frage reinladen. Gut, dann bitte los geht's. Die nächste Frage. Sie lautet, in welchem Land wird der Taoismus praktiziert? Ist es A, China, ist es B, Japan, ist es C, Indien oder ist es D, Thailand? Dazu muss man auch sagen, wird auch manchmal Daoismus genannt. Also es gibt Daoismus, Taoismus ist aber, glaube ich, dasselbe, aber man kann es mit D oder mit T wohl sagen. Nochmal zur Erläuterung dafür. Bist du da so drin im... Wikipedia ist hier halt offen und daher weiß ich das. Ach so, okay. Wir schließen die Frage. Ich müsste tatsächlich raten und ich würde vermuten, dass es aus China kommt. So, die Frage ist zu und China ist richtig. Ah, siehst du, okay. Dann schauen wir doch mal. Und jetzt hoffen wir mal, dass jemand die Punkte mitgenommen hat. Ja, wir haben zwei, die mitspielen, aber beide haben es leider nicht gewusst. Okay, aber immerhin, Leute, ihr seid klasse. Einer von euch, ich sag's gerne nochmal, habe ich, glaube ich, heute noch gar nicht gesagt, bekommt auch für sein Profil auf Snail TV, bekommt da diesen Award mit Quiz Champ. Und den behält er für die Ewigkeit. Das ist ein Ding, das bleibt für die Ewigkeit. So. Ja, ich habe noch ein paar jetzt Informationen zum Daoismus. Genau. Weltweit macht es 1% aus, das mit insgesamt 73 Millionen Menschen weltweit, die den Daoismus praktizieren. In den verbreitetsten Ländern sind China, Taiwan, Hongkong und Singapur. Und das Interessante hierbei ist, in China sind nur 4,4% an Menschen, die den Daoismus betreiben. Aber das sind umgerechnet 61 Millionen Menschen. Und dann bei Taiwan, da sind es dann 44%, was allerdings nur 10 Millionen Menschen sind. Also verrückt. Mit Prozenten und dann, ja klar, muss man darauf achten, wie das Verhältnis natürlich von Einwohnern ist im ganzen Land. Ja. Und das war's. So okay, das war's. Sachen. Vielen Dank für dieses interessante Referat. gerne doch. Es gibt auf jeden Fall ein Einzelsternchen, Jan. Dankeschön. Es gibt aber sogar noch ein extra Sternchen, ein Fleißkärtchen, wenn du die nächste Frage raushaust. Kann ich sofort machen. Denn wir wollen die Quizspieler nicht zu lange warten lassen. Hier kommt die nächste Frage, denn die Frage ist wirklich explizit gut. Wie viele Saiten hat ein Kontrabass? Ist es A5? Ist es B6? Ist es C4 oder ist es D3? Tja, Leute. Die Bassspieler unter euch haben vielleicht eine Ahnung. Das stimmt. Wir werden sehen. Nein, nicht mehr. Ich spiele nicht mehr Bass, aber hab mal. Aber du weißt auch die richtige Antwort dann, logischerweise. Ja, das sind dann 4 Saiten. 4 Saiten gibt es beim Kontrabass. Ist also wie beim klassischen Bass auch. Und jetzt bin ich gespannt. Das war doch eine Frage, die könnte man gewusst haben, glaube ich. Ja, 50% richtig. Dasha wusste es. Dasha wusste es. Herzlichen Glückwunsch an Dasha. Damit übernimmt sie auch die Führung. Ich glaube, das Ranking können wir uns noch sparen. Ja, das ist momentan 1-0. Okay, Dasha, alles klar. Dasha und Lorelei kämpfen hier gerade um den Titel. Richtig, also gerade ein 1-gegen-1 Match. Einer von euch wird gewinnen. Und ich glaube, es sind auch beides Mädels im Rennen. Also Frauenpower heute bei Snail TV im Quiz. Aber es ist noch alles drin. Wer also noch mitmachen möchte unter snail.tv/quiz, könnt ihr mitmachen. Was ich hier ganz interessant fand, da gab es ja auch als Antwort 3 Saiten. Und da habe ich mal nachgeguckt, welches Instrument denn 3 Saiten haben. Zum Beispiel die Balalaika. Die hat 3 Saiten. Habe ich hier gerade ein Bild sogar offen. Ja gut, theoretisch. Ja. 6 Saiten gibt es häufiger, Gitarre, Violine, alles Mögliche. 5 Saiten gibt es, also es gibt teilweise auch 5-seitige Bässe, meistens halt 4-seitig, aber 3 Saiten, ja, das ist schon seltener. Also gibt es die, wie gesagt, die Balalaika zum Beispiel. Ja. Ich überlege gerade, also den Ton erzeugt man über die Saitenlänge letztendlich. Also spielt es ja in erster Linie. Na gut, okay. Aber man erhöht natürlich die Variation. So, also damit kommen wir zur nächsten Frage. Yep. Und wir hoffen, dass das auch wieder jemand weiß.
Von welchem Volk wurde Teutates, Cernunnos und Lenos verehrt? Sind es die Gallier? Sind es die Kelten? Sind es die Wikinger oder sind es die Druiden? Das ist eine schwere Frage. Von welchem Volk wurden Teutates, Cernunnos und Lenos verehrt? Und ich glaube, ihr kennt auch wahrscheinlich den Ausruf vielleicht beim Teutates. Man könnte da so auf die Idee kommen, wer dahinter stecken könnte. Schauen wir mal, wir schließen die Frage. Yep. Und jetzt müsste ich auch mal raten. Ich würde sagen, dann mach mal. Beim Teutates kennt man ja aus einer Comic-Reihe. Ja. Und jetzt überlege ich aber, ob das die Gallier tatsächlich gesagt haben. Ich habe die Antwortmöglichkeiten jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Gallier, Kelten, Wikinger und Druiden. Ja, dann würde ich wahrscheinlich sagen, die Gallier. Es sind die Kelten. Ach, siehst du, Mist. Das wussten jetzt auch 50% und das wusste die Lorelei. Oh, damit steht es, glaube ich, wieder 1-1. 1-1 steht es jetzt, ja. Ja, Lorelei sagt auch noch gerade im Chat, es gibt auch eine Kontrabass-Balalaika, die hat, glaube ich, auch 3. Ja, okay. Interessant. Das, gut ja. zu wissen, auf jeden Fall. Ich finde die Balalaika sowieso ein total witziges Instrument. Mhm. Es gibt ja auch noch so ein paar andere Instrumente, die mittlerweile gar nicht mehr gespielt werden. Eigentlich so mittelalterliche Instrumente. Eine Saite zum Beispiel. Kennst du eine Saite? Wie eine Saite? Was meinst du jetzt? Ich dachte, die heißen Saiten, diese Dinger, die auf dem Tisch liegen. Ist egal, ich reite mich jetzt in die Scheiße. Ach so, hier. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Zither gibt es auch noch. Ja. Wie viele Saiten hat eine Zither? Kann ich gucken, wenn ich sie richtig schreibe. Wir hauen lieber die nächste Frage raus. ja, kann ich machen. Also momentan immer noch alles drin. Ich glaube, bisher eine Frage bringt euch mit in die Spitze auf jeden Fall. Hier kommt die nächste Frage. Wer verführte die Braut seines Onkels mit Zauberkraft und brannte dann mit ihr durch? Ist es A, Siegfried, ist es B, Amor, ist es C, Tristan oder D, Apoll? Wer verführte die Braut seines Onkels mit Zauberkraft und brannte dann mit ihr durch? Wer kennt die Sage? Ist meines Wissens nach auch von Wagner als Oper? Das weiß ich jetzt nicht. Weiß ich nicht. Also heute lehne ich mich ganz schön weit aus dem Fenster, muss ich sagen. Wir schließen die Frage mal. Ja. Ich glaube, es ist Tristan und Isolde. Also in dem Fall dann Tristan. Es ist Tristan, genau. Das ist die richtige Antwort. Gut, weil Siegfried war ja aus dem Ring der Nibelungen. Mhm. Und das haben 100% gewusst. Dascha und Lorelei wussten es beide. Sehr gut, ja, okay. Also 2-2 steht es jetzt. Wird heute ein hartes, heißes Duell auf jeden Fall. Und dafür sind wir euch sehr dankbar. Vor allem ich bin euch sehr dankbar. Also ich würde sagen, dann hauen wir gleich die nächste Frage raus. Kann ich machen. Jetzt haben wir mal was ganz anderes. Wie viele Füße haben 1000 Füßler? Das ist natürlich eine tricky Frage. Sind es etwa 200, sind es etwa 400, sind es etwa 900 oder sind es 1000 beim 1000-Füßler? Tja. Wäre naheliegend, ne? Aber wahrscheinlich eine Fangfrage. Vielleicht ist es eine Fangfrage, vielleicht ist die Antwort aber auch einfach sehr, sehr einfach. Mhm. Also das könnt ihr natürlich am besten wissen. Und ihr Mädels auf jeden Fall, die dabei sind, die gerade an der Spitze sind, ihr kriegt das sowieso raus. Dann machen wir mal zu. Schätzen, kann man sowas schätzen, Jan? Keine Ahnung. Guckt man sich so ein Ding an und sagt dann, kannst du ja nehmen und abzählen. Ja, aber dann weißt du. Manche Dinge kann man ja wirklich so überschlagen, weißt du, dass man sagt so, 400 ist ein bisschen viel, aber 200 kommt ganz gut hin. Also bei dieser Frage würde ich, glaube ich, tatsächlich. Was schätzt du denn? Ich würde, also so ein 100 auf einer Seite wäre schon sehr viel, wenn ich überlege, dass es dann 200 wäre. Ich glaube, ich würde auf 200 gehen. Aber es ist nur geschätzt jetzt. Also 400. 400? 400 Füße. Und das, Alter, das ist schon ganz schön viel. Und Dascha hat das richtig beantwortet. Hat jetzt drei kurz einblenden hier. Okay, wir machen einmal das Ranking. Genau. Einmal kurz das Ranking noch mal zeigen hier, genau. Dascha momentan hat auf 1 mit der Führung mit 3 Punkten. Lorelei dahinter mit 2 Punkten. Ganz cool. Auf jeden Fall. War eine schöne Frage. Ich glaube, die hatte Carlo gestellt. Das ist jetzt hier nicht ersichtlich. Aber schade, auf jeden Fall einer aus unserer Crew. Vielen Dank für diese coole Frage, davon gerne mehr. Die hat richtig Spaß gemacht. Mhm. Gut, okay. Wollen wir die nächste Frage oder hast du noch ein paar interessante Facts zu dem 1000 Füßler? 1000 Füßler hatte ich jetzt und weiter nichts. Das ist einfach besser ziemlich selbst erklären. Er hat 400 und nicht 1000. Also das war's dann. Es ist schon 400 ist auch ganz schön. Ist noch 200 auf jeder 200, Seite. Ja, kommt halt doch an, wie lang der ist und wie groß die Füße sind, würde ich jetzt mal sagen.
Welche Schuhgröße haben. Wenn es so, ja. so ein 1-Meter-Ding ist, dann hat er irgendwie so, weiß nicht, kommt er schon hin, so 200 auf einer Seite. Ne? Okay, ja doch, keine auf jeden Ahnung. Fall. Ich weiß nicht, wie groß im Durchschnitt ein 1000-Füßler ist. 400 ist auch echt. Ja, ist schon Hausnummer. Da muss man oft stolpern, glaube ich. Gut, okay. So, nächste Frage. Nächste Frage, genau. Wofür steht die Abkürzung SOS? Save our souls, save our ship, seek our support oder keine Bedeutung? Das ist eine Frage, die könnte man schon mal gehört haben. So unter Kategorie unnützes Allwissen, Allgemeinwissen, was man sich so mal aneignet, und dann hat man es mal im Hinterkopf abgespeichert, irgendwann mal gehört. Wann könnte man denn sowas brauchen eigentlich? Außer heute natürlich bei unserem Quiz, das ist natürlich ganz klar. Da ist natürlich praktisch, hier jetzt zu wissen. Ja, im Grunde braucht man es nicht, aber es ist auf jeden Fall eine Sache, die einen irgendwie doch ganz schlau macht. Schließ ruhig die Frage, ich weiß es auf jeden Fall. Ich würde nämlich sagen, es ist Save Our Souls. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Bist du? Dann kriegst du leider keinen Punkt bekommen, denn SOS hat keine Bedeutung. Oh, was? Save Our Souls hat sich irgendwann mal eingebürgert, aber das fälschlicherweise allerdings. Und SOS hat an sich keine Bedeutung. Ist das verifiziert? Wer behauptet das? Der die Frage gestellt hat, weiß das dann wahrscheinlich. Und was ich auch so gefunden habe, angebliche Bedeutung von SOS als Abkürzung für Save Our Souls oder Save Our Ship wurden erst später in das Signal hinein interpretiert. Also es hat keine Bedeutung. Es wurde einfach von Menschen angenommen, dass es das heißen könnte, aber... Okay, Leute, da habt ihr echt was gelernt heute. Ja. Muss kurz mal außer Dasha, weil sie es schon wusste, sie musste es nicht lernen. Hat jetzt 4 Punkte. Okay, Respekt dafür, dass du die Frage auf jeden Fall richtig beantwortet hast, Dasha. Ich hätte damit voll ins Klo gegriffen. Also ich war mir so sicher, dass es Save Our Souls heißt. Wenn ich auch nicht die Antworten nicht hätte, hätte ich es auch wahrscheinlich geraten, dass es Save Our Souls heißt. Also, verrückt, es ist einfach crazy, man. Mhm. Gut, dafür ist das ja heute richtig gut. Genau. Dann hauen wir die nächste Frage raus. Ja. Was waren denn eigentlich Druiden nicht? Waren sie keine Zauberer, waren sie keine Wahrsager, waren sie keine Barden oder waren sie keine Priester? Ja. Also welche drei Dinge waren sie? Welche drei Dinge waren sie? Und dann was die Antwort, waren Druiden, dass sie nicht waren sie bekannt? Was waren sie eben nicht? Und auch da habe ich wieder eine Vermutung. Ich würde ja immer gerne dich fragen, aber SOS kann man am leichtesten morsen, kann sich jeder behalten, sagt Dome. Das war, glaube ich, dreimal lang, dreimal kurz, dreimal lang. Kannst du mich gerne korrigieren, Dome? Das kann sein, ja. Aber wir gehen nochmal zurück zu dieser Frage. Was waren die Druiden nicht? Zauberer, Wahrsager, Baden oder Priester? Wenn wir die Frage schließen, würde ich sagen, dass die Antwort Baden lautet. Wahrscheinlich greife ich schon wieder ins Klo. Sie waren keine Zauberer. Abgefahrener Scheiß, Mann. In jedem Fantasy-Spiel sind das die Zauberer, die können alles Mögliche, können sich verwandeln. Und jetzt sagst du mir, das sind keine Zauberer. Was ist das hier für eine Show, Leute? Ihr werdet ja schlauer als, weiß ich nicht. Also morgen, Wer wird Millionär, kurz mal durch. Nein, es kommt immer montags, ne? Ja. Gut, Leute. Ich setze mich kurz mal hin. Ach so, sorry. Das wusste leider niemand. 0%. Das war richtig, auch nicht zu wissen, Leute. Das ist einfach das ist eine Frage. Ich kann nur raten. Also es ist okay. Gut, dann würde ich sagen, hauen wir die nächste Frage raus. Kann ich gleich machen. Und los geht's. Hier kommt die nächste Frage. Aus was besteht eigentlich Diamant? Aus Wasser, aus Kohlenstoff, Schwefel oder Gold? Aus was besteht ein Diamant? Dieses kleine funkelnde Teil, was richtig teuer sein kann. Wird das richtig teure Teil etwa aus Wasser hergestellt, was wir aus unserer Leitung haben? Wird es aus Kohlenstoff hergestellt. Auch Kohlenstoff kriegt man relativ günstig. Etwa aus Schwefel, ja, da muss man schon ein bisschen suchen. Oder aus Gold, das ist richtig teuer. Ich glaube, die Antwort zu kennen, aber ich habe heute schon mehrfach daneben gelegen. Dann schließe ich mal die Frage, dann kannst du deinen Tipp ja abgeben. Also, es tut mir leid, aber wenn ich da auch noch falsch liege, dann gebe ich, glaube ich, mein Abitur zurück. das müsste Kohlenstoff sein, wenn das kein Kohlenstoff ist, ja? Kohlenstoff ist richtig und das wussten Lorelei und Dasha auch beide. Also 100% alle hier wussten es. Okay, alles klar, Leute. vielleicht können wir ganz kurz mal das Ranking einblenden. Kann ich machen. Da steht es momentan 5-3. Okay, das hat sich also schon einen kleinen Vorsprung erspielt. In jedem Fall habt ihr aber noch die Gelegenheit mitzumachen und aufzuholen. Wir werden also noch mehr als 5 Fragen stellen, wenn ich mitgezählt habe. Und da könnt ihr auf jeden Fall noch aufholen und um das Abzeichen spielen.
was wir ja heute noch ausloben an den mit den meisten an den Punkten. Quiz-Champ. Genau. Kriegt man eine besondere Auszeichnung. Gut, dann blende es ruhig ich gerne wieder aus. Ich habe noch ein bisschen geguckt, ob ich zu Diamanten noch irgendwas finde, aus was die sonst so bestehen, außer Kohlenstoff, aber ich habe nichts gefunden, außer Kohlenstoff unter Druck entsteht dann ein Diamant, aber was die anderen Bestandteile sind, hatte ich geguckt, aber habe ich nichts gefunden. Aber was ich gefunden habe, man muss natürlich gucken, wenn man jetzt einen Diamant hat und einen Bergkristall, die sehen sich ziemlich ähnlich, aber sind nicht das Gleiche. So Leute, ich habe leider aufpassen. Muss leider auch mich entschuldigen, falls ihr Störgeräusche hattet, ich hatte noch mein LTE an. Das ist leider störend. So, interessant. Also, dass Diamanten aus Druck erzeugt werden über Kohlenstoff, hatte ich noch im Kopf. Ja, genau. Mhm. Aber es ist schon ganz schön erstaunlich, ne? Wie so ein Ding, so ein funkelnder Diamant, der ja eigentlich mit das härteste Material gilt natürlich. Ja. Wie das so aus über Druck, über Kohlenstoff erzeugt wird und dann, ich meine, Kohle sieht nun mal ganz anders aus, ne? Das ist schon ja, aber deswegen findet man Diamanten ja so weit, meist sehr tief unter der Erde, weil der höchste Druck da einfach ist und dann der Kohlenstoff so zusammengepresst wird, dass dann Diamant dabei entsteht. Richtig, ja. Cool. So, und hier schreibt nochmal Dome, die anderen Bestandteile sind Verunreinigungen, in Ach so. Anführungszeichen. Okay. Also auch wieder was gelernt, aber in diesem Fall, wussten es offensichtlich unsere beiden Quiz-Mädels. Ich bin kein Chemiker, ich weiß nicht, was die anderen Bestandteile sind. Gut, dass Dome uns da... Sorry, Dasha und Lorelei, nächstes Mal machen wir das so bequem hier bei uns am Tisch, ne? Dann kriegt jeder einen Buzzer und dann kriegt der die schnellste Antwort gibt, kriegt dann die Punkte. Ja, komm, so ein Speed-Quiz. Ja, je schneller man antwortet, desto mehr Punkte bekommt man oder so. Ja. Wir sind auch übrigens gerade dabei, so ein paar Varianten von dem Quiz noch uns auszutüfteln. Jetzt aber erstmal zu diesem interaktiven Quiz. Ich gebe noch immer gerne für alle, die dazugekommen sind, ich sehe immer wieder, dass welche reinschauen. Gebe ich noch mal kurz. Die Adresse, so, da. Da ist die Adresse. Da könnt ihr mitmachen auf jeden Fall. Und noch Punkte sammeln, denn ihr könnt immer noch diese Auszeichnung bei uns auf der Homepage gewinnen als Quiz-Champ. So, und dafür könnt ihr euch die folgende Frage zum Sieg geleiten. Und die lautet? Was ist eine Xantippe? Ein Werkzeug, eine Hängebrücke, eine Sagengestalt oder eine zänkische Frau? Was ist eine Xantippe? Ein Werkzeug, eine Hängebrücke, eine Sagengestalt oder eine zänkische Frau? Wisst ihr die Antwort? Dann gibt es eine. Ihr habt 15 Sekunden Zeit. Und dann drücke ich euch auf jeden Fall schon mal die Daumen. Ich schließe jetzt mal aus, ehrlich gesagt. Also ein Werkzeug ist es, glaube ich, nicht. Eine Hängebrücke würde ich auch nicht sagen. Eine zänkische Frau. Ich würde auf die Sagengestalt gehen. Gucken wir mal an. Wir schließen die Frage. Yep. Und dann bin ich mal gespannt, was sagt der Quizmaster hinter mir? Die Antwort ist eine zänkische Frau. Ach, komm. Weil Leute. Die Xantippe, das war die Ehefrau von Sokrates. Deswegen der Name kommt aus dem Altgriechischen. Und sie wurde wohl als sehr zänkisch beschrieben. Und das hat sich wohl als Begriff so durchgezogen bis heute. Ja. Enttäuschend. Das wussten Lorelei und Dasha leider auch nicht. Okay, Leute, das macht mich wieder glücklich. Da bin ich nicht der einzige Depp hier auf jeden Fall. Aber das glaube ich, das muss man auch nicht wissen. Oder? Leute, das ist doch kein Wissen, was man braucht. Also machen wir gleich weiter mit der nächsten Frage, die uns natürlich wieder aufbauen wird. Jetzt, hier kommt die nächste Frage. Hey. Die Frage unserer Herzen. Die Frage, die uns weiter nach vorne bringt, was die Punkte angeht. Wer sagt, hey, hinter dir, ein dreiköpfiger Affe? War es Guybrush Threepwood? Oh Gott, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht verspreche. Genau. Ja, jetzt musst du... Jetzt ist es Guybrush Threepwood? Ist es Guybrush Threepwood? Oder ist es Guybrush Threefoot? Food. Also nochmal, weil es so viel Spaß macht. Wer sagt, hey, hinter dir, ein dreiköpfiger Affe? Ist es Guybrush Threepwood? Ist es Guybrush Sheepwood? Ist es Guybrush Threepwood? Oder ist es Guybrush Threepwood? Genau. Einer von denen ist es. Tja, also ich glaube, das machen wir als Aufgabe für oder Moderatorentraining jetzt ab sofort.
So Zungenbrecher üben. Diesen schönen Satz einmal auszusprechen. Also ehe man hier als Quizsteller, Fragesteller sich hinsetzen darf, muss man auf jeden Fall diese Frage fehlerfrei einmal stellen können. So, und wir schließen die Frage. Da ist, glaube ich, die Antwort glasklar und wir sagen auf jeden Fall, das war eine Frage, die könntet ihr wissen, wenn ihr am Montag immer beim Retro-Montag mit Carlo zuschaut, denn dort läuft Monkey Island, momentan der zweite Teil schon. Ja. Und da geht es natürlich um Guybrush Threepwood. Wood. Genau. Was war nochmal B als Antwort? Sheepwood. Sheepwood war das, okay. Ich habe gerade gedacht, Threepwood, also die dritte Antwort ist die richtige. Also Threepwood. Und der gute Herr ist natürlich der Protagonist und der bekannteste Pirat, den man natürlich überhaupt nur kennen kann. Ein Held unserer Jugend auf jeden Fall. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wer Monkey Island-Fan ist und diese Antwort mit Leichtigkeit beantworten konnte. Leider haben wir da null richtige Antworten. Ach, schade. Aber also steht es immer noch 5-3 momentan. Aber es muss auch, muss ich ganz ehrlich sagen, es war ganz schön schwierig, auch die Unterschiede zu sehen und dann natürlich, also jeder weiß, wie er ungefähr heißt, aber da muss man halt gucken, was steht denn da eigentlich geschrieben. Genau, da muss man sehr genau drauf achten, weil die waren sehr ähnlich alle. Ja, also da ist dann auch teilweise wahrscheinlich die Zeit ein Problem gewesen. So, gut, aber kein Problem. Wir machen einfach weiter mit der nächsten Frage. Hauen Sie raus. Da ist sie. Und da ist sie. Welches ist das Jugendwort 2018, also das aktuelle Jugendwort? Ist es Ehrenmann, Ehrenfrau? Ist es auf deinen Nacken? Ist es ablindnern? Oder ist es der Snackosaurus? Wie die coolen Kids heutzutage sagen. Hey. Naja, nur eins von denen sagen sie, ne? Die sagen ja alles. Also auf deinen Nacken gibt es natürlich auch. Das ist auch bekannt. Okay, aber... ablindnern habe ich noch nie gehört, schon, aber schon Snackosaurus... Klingt richtig, naja, weiß ich nicht. Aber das eine, was jetzt so durchgesetzt hat, das ist Ehrenmann, Ehrenfrau, wir schließen die Frage, ist natürlich das Jugendwort des Jahres 2018. Ehrenmann, Ehrenfrau, und ich bin gespannt, ob eine unserer Ehrenfrauen das gewusst haben. Das haben zwei richtig gewusst und wir haben nämlich einen dritten Mitspieler jetzt. Sehr schön. Just Robots hat es gewusst und Dasha hat es gewusst. Just Robots, das freut mich ganz besonders, weil ich weiß, glaube ich, wer dahinter steckt. Das freut mich ganz besonders und ich drücke dir die Daumen, dass du nochmal die Aufholjagd starten kannst. Mhm. Just Robots mit einem Punkt und das war logischerweise auch wahrscheinlich das Jugendwort, was er gerade geraten hat. Ja, Ehrenmann, Ehrenfrau, Jugendwort 2018. Mal schauen, was dieses Jahr wird. Cool, alles klar. Ja, was wird dieses Jahr? Also ich bin nicht mehr so drin in der Jugendsprache. Wir hatten in der Redaktion immer so ein geiles Buch liegen. Ich glaube, es wird sogar vom Duden rausgegeben. Jugendsprache nennt sich das. Und da stehen so Worte drin und da kannst du dich ja bepissen vor Lachen. Also was da an Jugendworten drin sind, drinstehen, oh Gott, ich komme auch nicht mehr drauf, weil es manchmal echt absurd war. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, da durchzublättern und genauso ist das mit Jugendworten wahrscheinlich. Snackosaurus, sage ich nur. Snackosaurus. So, nächste Frage, Jan. Hau mal raus, ey. Nächste Frage. Jetzt ist die Frage, schaffen es die Mädels noch vor dem Just Robots? So, wie lang ist der Begattungsapparat der 15 cm langen Bananenschnecke? Ja. Ist der 50 cm? Ist er 90 cm? Ist er 15 cm? Oder ist er 80 cm? Leute, also da frage ich mich auch, wie das dann aussieht, wenn da ein Wissenschaftler sitzt und dann, naja gut, okay, lassen wir das. Manchmal möchte man sich das auch gar nicht vorstellen. Ja, bitte was, fragt Lorelei. Hey, die Frage kommt nicht von mir, sage ich ganz ehrlich. Aber, naja, aber sie ist doch relevant, weil wir Snail-TV sind und wir haben Monkey Island im Programm, also Banane und Schnecke. Ja, Bananenschnecken ist natürlich, also Jan hat völlig recht, diese Frage mussten wir stellen. Sehr relevant für unser Programm. Und jeder, der nicht weiß, wie lange nun dieser Begattungsapparat ist, vielleicht ist Begattungsapparat auch das Jugendwort 2019. Kannst du versuchen durchzusetzen. Heißer Kandidat auf jeden Fall. So. Es tut mir leid, ich kann da leider gar keine Schätzung abgeben. Willst du nicht? Es tut mir leid. Ich weiß noch nicht mal, wie groß so eine Bananenschnecke ist. Ja, 15 cm stand der. Stand da drin? 15 cm ist sie selber lang. Und die Antworten waren 15, 50, 80 oder 90. Okay, jetzt entwickelt die Frage eine ganz andere Dimension. Ja, genau. Also 15 cm bei 15 cm Gesamtgröße wäre natürlich schon enorm. Ja. Bei allem darüber wird es wahrscheinlich zu Gleichgewichtsproblemen kommen.
Ich gehe jetzt einfach mal auf die maximale Länge, 90 Zentimeter. Es sind die 80. Oh. 80 Zentimeter. Ja, da muss man, also da muss man sich da natürlich als Bananenschnecke auch schämen, wenn man... Na gut, lassen wir das. und das wusste Lorelei. Oh, Lorelei hat das richtig beantwortet. Ich möchte jetzt gar nicht fragen, woher, aber das... gut im Bio aufgepasst. Gut im Bio aufgepasst, wahrscheinlich die einzige Schlaue von uns. Ja, ich habe da noch ein paar Informationen, und zwar Bananenschnecken sind Hermaphroditen, wo... es dafür wichtig ist, dass sie sowohl Männchen als auch Weibchen dadurch sein können bei der Befruchtung. Das kann sich dann im Prinzip, das ist vorher gar nicht festgelegt. Und es ist sogar Selbstbefruchtung möglich bei den Bananenschnecken. Ja. Das sind jetzt so ein paar Spiegelstriche. Interessant auf jeden Fall, ja. Die Frage ist, warum hat die Natur das eingerichtet? Ist es vielleicht so, dass die Schnecke einfach sau langsam ist und sagt, ey, das ist eine geile Schnecke. Oh, ich schaff's nicht, Mann. Ach komm, hier, ich werf mein Lasso. So. Und dann geht das ab. Naja gut, okay, lass uns bitte schnell diese Frage... Wir können die nächste sofort stellen. Genau. So, die jetzt haben wir eine Frage Richtung Sport. Wie viele Dellen hat eigentlich ein Golfball? Sind es 150 bis 300 so, oder sind es 300 bis 450 oder sind es 450 bis 600 oder 600 bis 750 sogar? Das ist eine schwere Frage. Das ist eine sehr, sehr schwere Frage. Eine Schätzfrage, ja. Das hat, ja. Also ein Golfball ist nicht besonders groß. Wenn man sich vorstellt, ne? wie groß die ungefähr sind, so und dann so ungefähr. Ja, und man kann die Dellen ja immer noch sehr gut erkennen. Also ich glaube auch, die sollen sogar noch so ein 300 nimmt die Regie. Okay. Also ich glaube tatsächlich mit 300 wäre man schon sehr viel zu hoch. Also ich würde sagen, A würde ich schätzen tatsächlich. Dann mache ich die Frage mal zu. So, die richtige Antwort lautet 300 bis 450. Ach, der hat doch nachgeguckt. Marc in der Regie hat nachgeguckt. Hab mal angefangen zu zählen, aber nach 100 hatte ich keine Lust mehr, sagt Lorelei. Ich hoffe, das ist jetzt auf die Golfball-Frage bezogen. Nicht Just, auf die Justin vorherige. Roberts und Dasha haben das gewusst. Ja, natürlich. Die haben es beide richtig. Und die Regie, die Regie natürlich auch. Die Regie hat auch einen Punkt. Ja, gibt es einen extra Punkt. Einen Punkt für die Regie. So, und ich glaube, wie viele Fragen haben wir noch so ungefähr? Was schätzt du? Ich kann es dir genau... Keine mehr. Ich kann es dir genau sagen, wenn du möchtest. Wir haben noch 21 Fragen in petto. Oh, wir wollen aber nicht die Game of Thrones-Fragen stellen. Nee, die heben wir uns noch auf. Wir haben noch 21 Fragen über. Wenn ich mir jetzt nicht verguckt habe... ja, 20 Fragen. It's gonna be a long night. Nee, kann gar nicht sein. Ach, hier sind Lücken drin. Ah, ich habe gerade die Nummern gesehen. Wir haben... Fragen haben wir noch. Na gut, so lange wenn ich wahrscheinlich... wenn ich mir so viel ständig verzählt habe. Was würdest du noch so raushauen wollen? Wenn ich jetzt welche aussuche. Ja, noch 10 vielleicht. Mal schauen. Wollen wir noch 10 raushauen? Können wir machen. Dann... Okay, das ist ein schöner Spruch. Also Leute, wir hauen jetzt noch 10 Fragen raus. Ja. 10 Fragen. Der Top-Platzierte aktuell hat 7 Punkte. Das heißt, ihr könnt noch den Sieg erringen, wenn ihr jetzt alle Fragen richtig habt. Kurz ein bisschen in die Richtung, damit andersrum da. Genau, da kann man, jetzt kannst du mit dem... Genau. Ja. So wie das Ranking gerade aus. Und der Just Robots ist auch tatsächlich gerade dabei, aufzuholen. Es ist nur noch 5 Punkte dahinter und 10 Punkte haben wir noch zu vergeben. Also insofern... geht's jetzt richtig ab? Jetzt wird's richtig spannend, Leute. Yep. Richtig spannend. Dann nehmen wir doch mal... Lorelei sagt alle 16. Alle sogar? Mal schauen. Mal schauen, wie lange... Alle 16? Lorelei, okay. Also wir gucken erstmal bei 10, wie spannend es dann ist. Wir starten jetzt mit der. Okay, die nächste Frage lautet, was versteht man unter Bartonophobie? Ist es die Angst vor Fledermäusen? Ist es die Angst vor Pflanzen? Ist es die Angst vor Bärten? Oder ist es die Angst vor Bädern? Ja, eine schwere Frage. Bartonophobie heißt die Frage oder das Wort, was wir suchen. Und ihr habt natürlich auf euren Geräten 15 Sekunden Zeit, um diese Frage zu beantworten. Ist es die Angst vor Fledermäusen? Jetzt verstehe ich vom Bartonophobie. Oder ist es die Angst vor Pflanzen? Oder ist es die Angst vor Bärten? Bartonophobie? Oder ist es die Angst vor Bädern? Bartonophobie. Ich habe einen Favoriten, muss ich gestehen. Ich rate aber auch blind herein. Wir schließen die Frage. Ich würde sagen, es ist tatsächlich B,
weil das Wort Pflanzen mit dem Wort Bartonophobie eigentlich gar nichts zu tun haben scheint. Ich würde B mal tippen. Die Angst vor Pflanzen ist richtig, ja. Und das wusste Just Robert. Just Roberts wusste das natürlich. Aus sicherer Quelle weiß ich, dass er keine Angst vor Pflanzen hat. Ich glaube, das wäre auch ein richtig schlechtes Leben. Ja. Angst vor Pflanzen. Ich habe dir Blumen gekauft. Schon, ja. Kann natürlich sich auch entwickeln, wenn man der kleine... Ich hasse dich. Kann natürlich auch sich entwickelt haben, wenn man der kleine Horrorladen gesehen hat. Da kann sich auch eine Pflanzenphobie entwickelt haben durch den Film. Der kleine Horrorladen? Mhm. Klingt geil, habe ich nie gesehen. Was passiert da so? Gib uns mal kurz. Der ist ein Horrorfilm. Also, naja, nicht wirklich Horror. Es hat eher so... auch ein bisschen Musical-mäßig. Eine Horödie. Eine Horödie. Den Begriff bin ich gerade... Eine Mischung aus Horror und Komödie, eine Horödie. Ach so, ja. Und da gibt es halt so eine... das Spiel... Es basiert halt... Also es gab da ein Musical eigentlich. Und das spielt halt in einem Laden, wo man so also ein Pflanzengeschäft halt. Und da gibt es dann eine Pflanze, Audrey hieß die Pflanze, glaube ich, die dann richtig so groß mutiert, so einer riesigen, so eine Pflanze, die, glaube ich, Audrey hieß, die dann komplett so groß mutiert ist und dann auch gesungen hat, weil es ein Musical ist. Na klar. aber die Pflanze ist glaube ich, der Hauptantagonist des Films gewesen, deswegen so der Bösewicht. Und da kann natürlich auch, wenn man das vielleicht als zu kleines Kind vielleicht gesehen hat, auch sich eine Bartonophobie entwickelt haben. Oh, sehr schöne Idee, sehr schöner Gedanke. das mit dem Horrorfilm, wo plötzlich eine Pflanze anfängt, ein Musical zu singen, finde ich doch etwas befremdend. Vielleicht ist das genau der Psycho-Effekt. Gut, okay, alles klar, Leute. Die nächste Frage wartet schon. Da haben wir doch eine Frage... Perfekt. Perfekt für dich, Flo. Haben wir eigentlich die Auswertung gehabt? Das wusste Just Robots, ne? Genau. So. Was ist Beef Jerky? Diese Frage habe ich selber vorhin reingestellt. Ja. Ach so, deswegen passt es zu dir. Genau, ich dachte mir schon so. Denn die Frage lautet, was ist Beef Jerky? Ist es ein Rinderhirte? Ist es ein königlicher Wächter? Ist es ein Streitschlichter? Oder ist es Trockenfleisch? Leute, das wisst ihr vielleicht. Was ist Beef Jerky? Und ich kann euch auch gleich einen kleinen Schwung dazu erzählen. Aber erstmal beantworten wir diese Frage. Was ist Beef Jerky? Der Rinderhirte, der königliche Wächter, Streitschlichter oder Trockenfleisch? Wir schließen die Frage. Yep. Zu raten macht keinen Sinn. Du kennst auch die Antwort, Jan. Weißt du, was Beef Jerky ist? Oder wusstest du es vor der Frage? Ja, das ist Trockenfleisch. Und richtig. Das haben auch alle gewusst. 100%. Scheiße. Just Roberts, Lorelei, Dasha, alle haben es gewusst. Ja, Leute, also ich muss gestehen an dieser Stelle, ich war vorhin im Supermarkt. Wie tatsächlich öfter mal. Und ich habe immer Probleme, dieses Beef Jerky zu finden. Ja? Ich habe das mal geschenkt bekommen und ich liebe das. Es ist so lecker, aber es ist leider auch sauteuer. Mhm, es kostet so eine kleine Packung, ich glaube 100 Gramm oder so, kostet fast 5 Euro, Leute. Ja, tut euch das mal rein. Der Grammpreis ist echt hart bei Beef Jerky. Ja. Richtig, und es hat ja auch damit zu tun, dass aus fast, also rund 200 Gramm Rindfleisch, daher auch der Name, ergeben nur 100 Gramm Beef Jerky. Das heißt also, die Masse halbiert sich fast. Und das ist schon, also ja, aber der Preis ist halt auch, aber es ist auch sehr, sehr gut. Also wenn ihr mir mal eine Freude machen wollt, Beef Jerky. Mhm. Mag ich sehr gerne. Ich habe noch versucht, ich saß vorhin mit meinen Eltern am Tisch, haben wir besucht und da haben wir überlegt, was können wir als mögliche Antwortmöglichkeiten reinpacken. Und da haben wir eben die Beef Eater königlichen Wächter doch reingepackt. Deswegen königliche Wache, ne? Aber wie ich sehe, habt ihr euch überhaupt nicht aufs Glatteis führen lassen, Leute. Das wussten alle. Ihr seid die wahren Champs auf jeden Fall. Aber das heißt, am Klassement wird sich dadurch leider nichts ändern. Einen kleinen Trivia-Fact hätte ich dazu noch. Ja, und zwar, raus. Dass, also klassisch wird es halt Beef Jerky bezeichnet, aber nur, wenn es Rindfleisch ist. Wenn es jede andere Art von Fleisch ist, dann wird es nur Jerky genannt. Also Trockenfleisch. Was ja nicht Sinn macht, denn es heißt ja genau. Rind. Genau, Beef. Jerky. Beef ist ja also Rind. Beef. Also alles, was kein Rind ist und dann Trockenfleisch ist, dann nur Jerky. Genauso wie wahrscheinlich Schafskäse auch nur Käse genannt wird, wenn er nicht vom Schaf kommt. Das ist alles spooky, Leute. Ja. Ich denke, und es kann nur eins retten, nämlich die nächste Frage. Ja. Die kommt sofort und da ist sie.
Da ist sie natürlich. So. Zu welcher Instrumentenfamilie gehört das Saxophon? Sind es A, die Blechbläser, ist es B, die Holzbläser, C, die Luftbläser oder sind es D, die Flöten? Eine Frage von meinem Vater, schönen Gruß. Also zu welcher Instrumentenfamilie gehört das Saxophon? Die Blechbläser, Holzbläser, Luftbläser oder sind es die Flöten? Ich hoffe, ihr wisst die Antwort. Die Zeit sollte abgelaufen sein. Holz, sagt die Regie, und das ist auch tatsächlich korrekt. Saxophon gehört zu den Holzbläsern. Das liegt am Mundstück. Richtig, exakt, es liegt am Mundstück. Obwohl natürlich so ein Saxophon üblicherweise nicht aus Holz ist. Mhm. Habe ich bisher jedenfalls noch nicht gesehen. Und weil ich keine andere Antwortmöglichkeit mehr hatte, die mir eingefallen ist, habe ich einfach die Flöten dazu gepackt. jetzt interessiert mich aber, wer hat das gewusst? Leider niemand. Leider niemand außer uns drei. Ja, wir. Gut, okay, aber. Das ist halt sowas, was aus dem Musikunterricht damals so hängen geblieben ist. Das ist halt. Man bei Blasinstrumenten darauf achten muss, was das Mundstück, aus welchem Material das besteht. Und beim Saxophon wird halt kein Blechmundstück benutzt, sondern ein Mundstück aus Holz. Und deswegen gehört es zu den Holzinstrumenten, auch wenn es aus das restliche Instrument aus Blech gemacht ist, oder aus Metall. Verrückt. Ja. Es ist einfach absolut verrückt und abgefahren. Diese Fragen. Aber es wird meinem Vater schmeicheln, dass das keiner gewusst hat. Anders als bei meiner Beef Jerky-Frage. Damit ist der familieninterne Wettkampf auch entschieden, leider nicht zu meinen Gunsten. Aber die nächste Frage macht uns vielleicht wieder Hoffnung, dass es weiterhin gute Fragen gibt. Und da kommt sie auch schon. Da kommt sie doch schon. Wer war Mata Hari? Eine ägyptische Pyramide, Mätresse Ludwigs des 14., italienische Mystikerin oder eine Spionin? Und das weiß ich tatsächlich auch. Wer war Mata Hari? Ägyptische Pyramide, eine Mätresse Ludwigs des 14., italienische Mystikerin oder war es eine Spionin? Wenn ich vorher nicht geguckt hätte, ich hätte es nicht gewusst. Tatsächlich nicht? Nee. Aber es ist, also wir schließen die Frage. Ja. Es ist natürlich eigentlich, ich glaube, sie wird halt oft als der weibliche James Bond bezeichnet. Also sprich, sie ist eine Spionin. Mhm. Meines Wissens nach hat es sie auch wirklich gegeben. Ja, ich habe hier ein paar Daten zu Mata Hari. Sie lebte von 1876 bis 1917. Und war im Ersten Weltkrieg eine Spionin für Deutschland. Aha. Eine deutsche Spionin. Und wurde dann zum Tode verurteilt in Frankreich, weil sie des Hochverrats angeklagt wurde und ist deswegen dann 1917 dann in Paris hingerichtet worden. Unschön für Sie, aber umso besser für euch, denn ich bin mir sicher, es hat jemand gewusst. Ja, yep, und zwar Just Robots und Dasha. Ah. Dann will ich auch gleich mal das Ranking noch dazu zeigen, weil jetzt wird es nämlich kommt's. Spannend. Jetzt kommt's. Jetzt haben wir nämlich gerade 9-5-5. Das gefällt mir. Ja. Also 4 Punkte noch hinter der Spitze von den beiden Verfolgern. Vor allem jetzt beide mit 5 Punkten, Just Robots und Lorelei. Beide auf dem zweiten Platz. Da kann noch was passieren auf jeden Fall. Wir haben ja noch ein paar Fragen offen und mehr als 4 sind es in jedem Fall. Das heißt, die Spitze ist noch drin. Da ist noch alles offen auf jeden Fall. Dann kommen wir auch gleich die nächste Frage raus, oder? Frage, die da wäre das hier. Kommt, ich spüre, das ist eine super Frage. Eine lange Frage, ja. Ich hoffe, die wird bei euch überhaupt angezeigt. Ups. Und nicht, aber wir kriegen es hin. Ja. In welchem Computerspiel, in welchem Computerspiel in welchem? Ein Programmierfehler dafür, dass ausgerechnet die Gandhi-Figur dazu tendierte, als erster eine Atombombe abzufeuern? Ist es A, StarCraft? Es ist B, Age of Empires, es ist C, Civilization und es ist D, Command and Conquer. Also, wo hat die Gandhi-Figur ausgerechnet als erster die Atombombe abgefeuert? Oder tendierte zumindest dazu, war StarCraft, Age of Empires, Civilization oder Command and Conquer? Und da ist die Antwort doch relativ naheliegend, denn bei StarCraft gab es keinen Gandhi, bei Age of Empires meines Wissens nach auch nicht. Was war die vierte Möglichkeit noch neben Command and Conquer? Da könnte es höchstens so eine Parallelfigur sein oder sowas aus einer Parallelwelt. Aber es war Civilization, da bin ich mir ziemlich sicher. Ist auch richtig, Civilization. Zumal es bei Age of Empires auch keine Atombombe gab zum Beispiel. Ich glaube nicht. Aber das kann ich mir vorstellen, haben sehr viele gewusst. Zwei wussten es, Just Robots und Dasha. Ach! Wodurch jetzt, wenn ich das Ranking einmal kurz zeige, Just Robots sich den... Zweiten Platz alleine geholt hat. Jawohl, Just Robots. Aber für Lorelei ist natürlich noch alles offen. Wie gesagt, wir haben noch einige Fragen in petto. Richtig, und Lorelei muss auf jeden Fall nochmal Gas geben. Ich glaube, jetzt hatten wir einige Fragen, die sie nicht wusste. Aber das muss ja nichts heißen. Also sie kommt jetzt bestimmt
wieder mit einem Wahnsinns-Comeback. Ich würde es mir wünschen. Also Lorelei, weiter dranbleiben und dann holst du die Punkte. So, die nächste Frage könnte schon wieder dafür sorgen, dass sie... Ja. Alter, jetzt habe ich so Bock auf Beef Jerky. Na gut, okay. Also, wer schrieb das Buch Kalte Asche? Sebastian Fitzek, Simon Beckett, Chris Carter oder Arthur Conan Doyle? Kalte Asche, das Buch, kennt man vielleicht. Sebastian Fitzek, Simon Beckett, Chris Carter oder Arthur Conan Doyle? Wer hat das geschrieben? Im Originalen hieß das Buch Written in Bone. Das ist der Written in was? Written in Bone, in Knochen. In Bone. Ja, das ist der Originaltitel. Daraus wird Kalte Asche übersetzt. Anscheinend. Geschrieben in Knochen. Ja. Vielleicht ein bisschen geschrieben in Knochen. Oh, ja. Kalte Asche. Kalte Asche oder geschrieben in Knochen, Leute? Was nehmen wir? Oh, oh, Kalte Asche. Verkauft sich besser. Ich muss gestehen, ich habe gar keine Antwort. Ich auch nicht, aber Schätzung. Es ist Simon Beckett. Simon Beckett, der und gute Simon Beckett. Das wussten Just Robots und Lorelei. Alter, Lorelei wieder dabei, das gefällt mir. Nee, Just Robots aber auch. Also Just Robot macht ja gerade das Comeback, auf jeden Fall. Beide holen auf jeden Fall gerade Dasche ein. Oh Leute, nur noch 3 Punkte bis zum Sieg. Ja. Wird es reichen? Das wird richtig spannend. Und Lorelei 4 Punkte dahinter. Ah, das wird richtig cool, richtig das cool. Das wird noch ein knappes Rennen. Das gefällt mir, Leute. Ich kann ja noch mal kurz gucken, wie viele Fragen wir übrig haben, dass man abschätzen kann, wie es läuft. Ja, wie viele Fragen haben wir noch, bis ich Beef Jerky esse? 10 Fragen haben wir noch. Na gut, komm, dann hauen wir die raus. Das ist so spannend heute. 10 Fragen. 10 Fragen, da sind wir durch. Dann kommt die nächste. Und hier kommt sie schon. Wie lange dauerte der 100-jährige Krieg, Leute? 98 Jahre, 100 Jahre, 116 Jahre oder 121? Halt, könnte man schon mal gehört haben, ist aber wieder... So eine Tausendfüßlerfrage, ne? Also, wollte ich gerade sagen, wie die Tausendfüßlerfrage. Ja. Könnte eine Fangfrage sein? Vielleicht auch nicht. Hier sagt es uns. Wir schließen die Frage. Mhm. Ich muss einmal kurz an meinem Mikrofon was machen. Ich muss mich einmal kurz stumm schalten. Ja, dann kann ich ja schon mal die Antwort sagen. Der 100-jährige Krieg dauerte 116 Jahre und das wusste Lorelei, womit sie jetzt mit Just Robots mit 7 Punkten gleich auf ist. Ja, ist dann, wie ihm gerade schon bei den Tausendfüßlern eigentlich, man geht davon aus, er heißt 100-jähriger Krieg, dann hat er wahrscheinlich auch 100 Jahre gedauert, aber nee. Hat er ja auch. Ich hoffe. Ein Stückchen länger. Bin ich jetzt, fliegen euch die Ohren weg, Leute? Regie? Der Ton ist da, oder? Es tut mir leid, ich habe gerade gemerkt, dass mein Mikrofon total verdreht war und eigentlich so an die Decke ging. Und jetzt habe ich es gerade gerichtet und euch fliegen die Ohren weg. Es tut mir leid. 116 Jahre wäre auch meine Antwort gewesen. 116 ist richtig, ja. Aber das mag man sich gar nicht mehr vorstellen heutzutage, ne? So ein 100 Jahre lang haltender oder 116 Jahre in dem Fall sogar haltender Krieg kann man sich bei uns im Konstrukt Europa auf jeden Fall nicht vorstellen. So, und jetzt gucken wir mal rein. Wahnsinn. Wahnsinn ist das. Wer hätte das kommen sehen, Leute? Lorelei, Just Robots auf der 2, Jagendascha, die nur noch 3 Punkte vorne weg ist. Das wird ein Finish, Leute. Das wird ein Finish. Mal schauen, wie die nächste Frage ausfällt. Welche der folgenden europäischen Flüsse ist eigentlich der längste? Ist es die Donau, ist es die Wolga, ist es die Elbe oder ist es der Rhein? Welche der folgenden europäischen Flüsse ist der längste? Donau, Wolga, Elbe oder der Rhein? Ja, so aus meinem Geografie-Wissen. Also wir schließen die Frage. Ich würde sagen, die Wolga hat man nicht so auf dem Schirm wie die anderen, ne? Also sowas wie Donau, Elbe und Rhein. Ich glaube, der Rhein ist schon ganz gut dabei. Aber die Donau... Ich würde jetzt tatsächlich die Donau tippen.
Es ist die Wolga. Ja, siehst du? Die Donau ist 2850 Kilometer lang, aber die Wolga ist 3530 Kilometer lang. Also doch noch eine ganze Ecke. Ja, und das hat Lorelei richtig beantwortet. Okay, damit sind es nur noch 2 Punkte auf den ersten Platz. Ja, war auch eine sehr schwierige Frage. Und wie gesagt, es ist einfach so, dass gerade, oh, da ist das Ranking. Ja, 10-8-7 Gerade die Wolga hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich kann die gar nicht einschätzen oder konnte die nicht einschätzen. War aber die Donau wenigstens der zweitlängste Fluss? Ich habe jetzt keine Daten, wie lang die Elbe und der Rhein sind, aber die Donau war, glaube ich, 2580, also 700 Kilometer kürzer als die Wolga. Na gut, dann tun wir mal so, als wenn es der zweitlängste Fluss war, ja. Naja. Gut, okay. Dann haben wir ja noch eine Geografiefrage. Oh, Leute. Ich hatte zwar Erdkunde sogar im Abitur, aber welche der folgenden Inseln hat die größte Fläche? Ist es Sumatra? Ist es Großbritannien? Ist es Madagaskar? Oder ist es Island? Ja, ist schon schwierig, würde ich sagen. Welche der folgenden Inseln hat die größte Fläche? Sumatra? Ist es Großbritannien? Ist es Madagaskar? Oder ist es Island? Ja, ist immer so schwer einzuschätzen, wenn man immer so vor Augen hat, wie groß die bewohnte Fläche von dieser Insel ist, aber wie groß die eigentliche Fläche. Also deswegen na, kann man schlecht einschätzen manchmal. Ich finde es aber auch so schwierig. Also wenn du dir überlegst, schon Großbritannien und Island, die ja so geografisch gesehen nicht allzu weit auseinander sind, die man also unter Umständen auch auf einer Karte mal hätte gesehen haben können, würde mir das auch schon schwer fallen, die beiden zu unterscheiden. Großbritannien, würde ich sagen, wäre größer als Island. Madagaskar aber, würde ich sagen, ist sogar noch größer. Ja, machen wir die Frage zu und dann können wir das ja herausfinden. Die richtige Antwort ist Madagaskar. Ah, siehste? Zwar mit einer Größe von 587.041 Quadratkilometern. Kann man sich nicht vorstellen. Und das wusste leider niemand. Oh, Leute. Naja, eine Schätzfrage gewesen. Es war eine Schätzfrage, aber wie gesagt, man konnte sich das ja so einigermaßen herleiten. Aber man hat eben auch nur 15 Sekunden Zeit und das ist ziemlich wenig. Ja, das ist einfach so Bauchentscheidung einfach. Ja gut, aber bei der nächsten Frage wird es auf jeden Fall wieder jemanden geben, der das weiß. Da bin ich mir ganz sicher. Ohne die Frage zu kennen, weiß ich das. Hier kommt die nächste Frage. Ja. Sie lautet, was ist ein Mäander? Ist es eine Flussschleife? Ist es ein Wirbelsturm? Ist es eine Wassersäule oder ein Baum? Also was ist ein, ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus, ein Mäander. Ja, Mäander hätte ich jetzt auch gesagt. Mäander. Wird schon Mäander. Mäander. Wird schon passen. Ein Mäander halt. Ist es eine so Flussschleife? Wie man schreibt halt einfach. Wie man schreibt, ein Mäander. Ist es eine Flussschleife, ist es ein Wirbelsturm, ist es eine Wassersäule oder ist es ein Baum? Da würde ich mich zum Beispiel schon mal fragen, was ist eigentlich eine Wassersäule? Naja, keine Ahnung. Naja, keine Ahnung. Was ist eigentlich eine Wassersäule? Das ist unsere nächste Frage in diesem Quiz. Was ist eine Wassersäule? Aber hier schließen wir die Frage. Und ich müsste jetzt überlegen, ich würde einfach mal sagen, es ist ein Baum. Weil ein Wirbelsturm macht für mich keinen Sinn eigentlich. Vor allem müssen wir überlegen, das Ä in dem Namen deutet ja schon darauf hin, dass es ein deutsches Wort ist. Ein Wirbelsturm, das müsste man schon mal gehört haben. Ein Wirbelsturm hätte man, glaube ich, gehört, oh, das ist ein starker Sturm, das ist ein Mäander. Habe ich noch nie gehört. Das würde ich ausschließen. Fluss, was war Fluss? Flussschleife. Flussschleife, ja, könnte sein. Dann 3 war Wassersäule. Die Wassersäule, von der wir nicht wissen, was überhaupt eine Wassersäule ist, würde ich mal ausschließen. Keine Ahnung. Also würde ich sagen, es ist ein Baum oder eine Flussschleife und ich sage, es ist einfach mal ein Baum. Es ist eine Flussschleife. Natürlich. Also das sieht dann im Prinzip so aus, wenn man jetzt so einen Fluss hat, der im Prinzip so eine Kurve macht, aber diese Kurve im Prinzip halt hier so eng ist, dann im Prinzip diese Schleife dann so einmal rumzieht, so einen Halbkreis, aber dann fast geschlossen ist, also halt so eine sehr enge Kurve macht, das ist dann der Mäander. So wird das jedenfalls bezeichnen, wie ich es hier gefunden habe. Okay. Und eine Wassersäule, habe ich auch gerade mal schnell geguckt. Sehr gut, bester das Mann. Ehrenmann. Ehrenmann Jan. Eine Wassersäule sieht aus wie ein, ja, so ein Deko-Objekt, das man sich halt ins Zimmer stellt, was einfach eine, ja,
eine Säule ist, voll mit Wasser. Ach, sowas hat meine Frau in ihrem Jugendzimmer. Wo dann von unten so Luftblasen reingepustet werden und dann da irgendwelche Dekosachen auch drin sind, so kleine Fischchen oder sowas, und die schwimmen dann da halt so rum. Schwimmen dann tot an der Oberfläche. Naja, die sind ja aus Plastik. Echte Fische gibt es wahrscheinlich nicht. Okay, das ist also eine Wassersäule. Ja, das ist so ein Deko-Objekt. Die nennt man nicht Meander. Erinnert ein bisschen an so eine Lavalampe, finde ich, so vom Aussehen her. Ja, ich glaube, die werden auch noch schön angeleuchtet und so. Ja, gibt es auch mit verschiedenen LED-Farben, das auch. Ja, dann das Meander wusste leider auch niemand. Das hat keiner richtig beantwortet. Also steht es immer noch. Kann ich noch mal kurz einblenden. Da muss ich dich korrigieren, Lorelei. Echte Fische schwimmen auch oben, aber dann sind sie tot. Ja, das stimmt dann leider. Immer noch 10-8 zu 7. Ja, also 2 Punkte noch von der Spitze, Lorelei. Und Just Robots 3 Punkte. Das ist eigentlich gar nichts. Und wir wollen jetzt nochmal aufs Ganze gehen. Wie viele Fragen haben wir noch offen? Oh, hier. 6. Trend Gamer TV. Oh. BYD folgt uns jetzt auf Twitch. Vielen Dank. Danke für den Follow. Auf jeden Fall, vielen Dank. Richtig toll. Schön, dass du dabei bist. Wir haben noch 6 Fragen. Du kannst übrigens auch mitmachen, immer noch. Für die Ehre vielleicht. Auf www.snail.tv/quiz. Ich mache das kurz. Wieder in meiner unbeschreiblich uneleganten Art. Schreibe ich es in den Chat. Ja, so. Da kann man direkt auf den Link draufklicken, alles gut. Ja, wir haben noch, wie gesagt, 6 Fragen. 6 also Fragen. Kann jeder noch locker gewinnen. Alles noch drin. Alles drin, Leute, alles drin. Dann so, Marc hat irgendwas gesagt in der Regie, das habe ich leider nicht gehört. Was sagst du? Wer soll raus? Ach so, Entschuldigung. Das haben wir leider nicht gehört. Okay, die nächste Frage. Was ist eigentlich Simonie? Prostitution, Vielweiberei, Gotteslästerung oder Verkauf geistlichen Amtes? Coole Frage. Jetzt frage ich mich wieder, wer hat die bei uns ins System gestellt? Gibt wieder einen extra Punkt. Da stand leider nichts dran. Was ist Simonie? Ist es Prostitution, Vielweiberei, Gotteslästerung oder Verkauf eines geistlichen Amtes? Wisst ihr es? Dann macht mit. Auf www.snail.tv/quiz. So, und wir gucken mal. Wir schließen die Frage. Mhm. Wenn ich raten müsste, ich würde sagen, Verkauf eines geistlichen Amtes. Und das ist auch die richtige Antwort. Das ist die richtige Antwort. Und das wussten Just Robert und Lorelei. Damit wird die Luft immer dünner. Oh ja. Was geht hier ab, Leute? Was geht hier und ab? Und zwar haben wir jetzt 10-9-8. Sehr knapp wird es hier. Sehr nur knapp. Ein Punkt trennt Lorelei von der Spitze. Ja. Was für ein Comeback. Was für ein Comeback. Und Just Robots ist 2 Punkte dahinter. Und der ist richtig spät eingestiegen, muss man dazu sagen. Also eigentlich wahnsinniges sehr gut Comeback. Aufgeholt, ja. Hat er von Anfang an gespielt, wäre er jetzt mit Abstand wahrscheinlich sogar auf der 1. Aber so ist es, würde ich sagen, sogar das spannendste Finale, was wir bisher hatten. Gut, okay. Schon sehr knapp, ja. Hier kommt die nächste Frage von den letzten 5, die ich mitgezählt habe. 5 Fragen kommen jetzt noch. Die einschließlich der hier. 5 wer zählt nicht zu den Sophisten? Protagoras? Demokrit, Gorgias oder Hippias von Elis? Wer kennt sie nicht? Keine Sophisten. Wer möchte raten? Ja, das ist auf jeden Fall eine Frage. Wer das weiß. Wer das auf Anhieb so weiß, ohne zu raten, wow. Den Punkt auf jeden Fall mehr als verdient. Mhm. Also, wer zählt nicht zu den Sophisten? Protagoras, Demokrit, Gorgias oder ist es Hippias von Elis? Mal zu. Von der Band Elis. Jetzt möchte ich aber erstmal dich bitten, Jan. Was sind denn eigentlich die Sophisten? Das würde mich doch sehr interessieren. Kann ich schnell nachgucken, wenn du das gerne wissen möchtest? Ich möchte es unbedingt wissen, was die Sophisten sind. Mal schauen. Vielleicht macht das dann alles mehr Sinn. Auch altgriechisch. Als Sophisten wird eine Gruppe von Männern aus der griechischen Antike bezeichnet, die über besondere Kenntnisse auf theoretischem oder praktischem Gebiet verfügen. Also theoretischem Gebiet Mathematik und Geometrie oder praktischem Gebiet Handwerk, Musik, Dichtung wird als Beispiel genannt. Im engeren Sinne vor allem Didaktiker und Rhetoriker, die mit dem Vermitteln ihrer Kenntnisse ihren Lebensunterhalt verdienten. Das sind Sophisten. Weißt du was? Dann ist unser Stefan eigentlich ein Sophist. Also nächstes Mal werde ich sagen, Prinzip, Stefan, ja. du Sophist. Das klingt wie eine Beleidigung erst, wenn man es nicht weiß. Du Sophist.
Dann sagt er wahrscheinlich so, Dankeschön. Und die richtige Antwort, wer keine Sophisten sind, sind die Demokriten. Demokrit. Der Demokrit, natürlich. Demokrit. Natürlich. Ein Demokrit ist kein Sophist. Und das haben Lorelei und Dasha richtig beantwortet. Oh, und damit haben bleibt wir der Abstand. Ein Ranking von 11 zu 10 zu 8. Oh, Leute. Oh, ja. Das ist aber wirklich spannend wie sonst was. Und Dominik schreibt noch sophisticated und Lorelei schreibt yay in den Chat. Sophisticated, ja, okay. Da, sophisticated, ja. Das ist wahrscheinlich ein Wortstamm. Irgendwie. Aber die Sophisten, das kann ja auch noch, das klingt irgendwie wie so eine elitäre Gruppe, wie so ein Club. Finde ich. Ja, so klang das in dem Artikel hier auch gerade. Also ja, das sind halt so... Also tut mir leid, wer das nicht gewusst hat, ist auf jeden Fall immer noch ein schlauer Leute, Mensch. Leute, die sehr großes Wissen in diesem Bereich haben, das dann dadurch ihren Lebensunterhalt verdienen. Ja, so klang das auf jeden Fall. Ja. Dann haben wir jetzt noch 4 Fragen. Die letzten 4 Fragen. Jetzt kommt es drauf an, Leute. Jetzt oder nie. Hier kommt die nächste Frage. Wie wird der Untergang der Götter in der nordischen Mythologie bezeichnet? Ist es Armageddon, ist es Götterfall, ist es Götterdämmerung oder ist es Midgardia? Also der Untergang der Götter in der nordischen Mythologie. Es ist Armageddon, Götterfall, Götterdämmerung oder Midgardia. Da muss ich unweigerlich an God of War denken. Ja, der neueste Teil. Für die PlayStation 4, der ja in der nordischen Mythologie spielt. Mhm. Meiner Meinung nach immer noch das Spiel des Jahres auf jeden Fall. Hat es verdient bekommen, die Auszeichnung. Alter Falter, was ist das für ein Spiel? Hat doch jetzt auch einjähriges Jubiläum gefeiert. Es gibt, glaube ich, gerade auf der PS4 gratis Avatare von God of War. Wusste ich gar nicht, ich muss da runterladen. Ja, schnell runterladen. schnell los. Solange sie noch gibt. Aber die Frage könnte ich nicht mit Sicherheit beantworten. Also Armageddon ist schließlich aus. Götterfall oder Götterdämmerung, würde ich sagen. Ich vermute, da ist wieder so eine Art Fangfrage drin. Das letzte mit Gardier würde ich, glaube ich, auch ausschließen. Ich würde fast sagen, es ist wahrscheinlich Götterfall. Götterdämmerung. Schade. Die Dämmerung ist richtig und das wusste Just Robots. Just Robots ist wieder dabei. Yep. Ja, Alter, da schenkt sich jetzt niemand jetzt was, also, ey. Das ist so krass. Wird immer knapper wird das hier. Immer knapper. 11 zu 10 zu 9. Und 9 Punkte. Und wir haben noch 3 Fragen, ist das richtig? 3 Fragen kommen noch, ja. Okay, das heißt also, Dasha muss jetzt Gas geben. Lorelei kann mit einer richtigen Frage, richtigen Antwort auf die 1 rutschen. Just Robots muss 2 Fragen jetzt richtig beantworten. Und er ist, wie gesagt, erst später zugekommen. Also, das ist eine richtig interessante Geschichte. Wer holt sich das Abzeichen für euer Profil auf snail.tv? So, die und die nächste Frage könnte schon wieder in die richtige Richtung führen. Wo befindet sich die größte Pyramide der Welt? In Mexiko, Ägypten, Tunesien oder China? Die größte Pyramide der Welt. Und ich glaube, ich kenne die Antwort sogar. Mexiko, Ägypten, Tunesien oder China? Das ist auch wieder eine Frage aus der Kategorie Angeberwissen, denke ich. Kann man auf jeder Party mit glänzen. Würde ich mir überhaupt. Ey, wusstest du eigentlich? Ja. Hast du schon gewusst? Die Regie hat auf jeden Fall das Gleiche, was ich auch tippen würde. Okay, dann schließen wir die Frage mal. Und ich bin mir ziemlich sicher, ist übertrieben, aber ich rate, es ist Mexiko, denn ich glaube zu wissen, dass dort wahnsinnig viele Pyramiden auch sind, gerade von den Inkas und Mayas. Ich weiß nicht genau, welches sind ja auch da so regional verteilt gewesen, aber die sind vor allem mit Gras überwachsen und deswegen sind die auch nicht so bekannt wie zum Beispiel die Pyramiden von Gizeh und die ägyptischen Pyramiden. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es Mexiko ist und dort die größte Pyramide ist. Mexiko ist richtig. Ja, Leute. Ja. Ah. Und zwar, also in Ägypten gibt es zwar die höchste Pyramide, aber es ist nicht die größte Pyramide. Die größte Pyramide steht nämlich in Mexiko, in San Andrés Cholula. Ich kann kein Spanisch. Ich habe keine Ahnung. Die eine Grundfläche von 450 mal 450 Metern hat, allerdings mit einer großen Erdschicht bedeckt ist und obendrauf sogar eine Kirche steht. Also die ist komplett unter der Erde, aber es ist die größte Pyramide der Welt, gemessen der Fläche und ja. Coole Frage und noch coolere Erklärung. Vielen Dank dafür, Jan. Das wusste Lorelei, die jetzt auch 11 Punkte hat. Zeigen wir gleich nochmal. Lorelei hat die Frage richtig beantwortet. Also 2-1, Just Robots immer noch in Schlagreichweite, denn wir haben noch 2 Fragen. Und zwei Fragen diese 2 Fragen werden jetzt alles entscheiden.
Ja, dann schauen wir doch mal. Hau sie raus, Jan. Und Die vorletzte Frage. hau sie raus. Jetzt geht's drum. So. Wer wird diese Frage richtig haben und unter Umständen die Gewinnerfrage lösen können? Welches ist keines der sieben Weltwunder? Ist es die Cheops-Pyramide? Sind es die hängenden Gärten in Babylon? Ist es der Artemis-Tempel in Ephesus oder ist es das Kolosseum? Also, welches der folgenden Worte oder das sind ja alles unterschiedliche Dinge. Welches davon ist keines der sieben Weltwunder? Die Cheops-Pyramide, hängende Gärten in Babylon, der Artemis-Tempel in Ephesus oder das Kolosseum? Was davon ist keines der Weltwunder? Und da muss ich jetzt Ja. überlegen, also die hängenden Gärten sind meiner Meinung nach sind da auf jeden Fall mit drin. Ja, die sind mit drin. Das Kolosseum, da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, das ist nicht mit drin. Ich würde auf D gehen, das Kolosseum ist keines der sieben Weltwunder. Das ist richtig, das Kolosseum ist es nicht. Und das wusste Lorelei, die jetzt dadurch auf den ersten Platz gezogen ist. Mit 12 Punkten jetzt. 12 zu 11 Das ist zu auf jeden 9. Fall auch richtig stark, hat sich niemals aufgegeben, Lorelei. Ist also am Ja, Ball geblieben und ist. ist jetzt verdient auf der 1, möchte ich sagen, denn sie hat einfach die meisten Fragen richtig beantwortet. Wobei das natürlich auch eine etwas schwierige Antwort ist, weil Just Robots ja nicht alle Fragen beantwortet hat. Also insofern, ja, wahrscheinlich prozentual hat er sogar die meisten Fragen beantwortet, aber leider ein bisschen zu spät eingeschaltet. Deswegen Lorelei jetzt aktuell auf der 1 und wenn sie die nächste Frage richtig beantwortet hat, kann ihr der Sieg nicht mehr genommen werden. Ja, Dascha könnte Und noch gleich ziehen. Dascha Also, könnte nämlich unter Umständen noch ja. gleich ziehen und das wird echt eine sehr, sehr spannende Frage werden. Lorelei schreibt übrigens, gibt es nicht mittlerweile neue sieben Weltwunder? Meines Wissens nach ist das so, dass es wieder neue Weltwunder gibt, sieben neue Weltwunder. Aber ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht, welche das sind, aber du könntest ja mal googeln. Okay. Habe ich ihn wieder genatzt, Leute. Also die sieben Weltwunder der Antike. Nein, Was ein, die haben wir hier neuen möchte ich. gerade? Wie heißen die sieben neuen Genau, Weltwunder? die sieben neuen Weltwunder, ja, möchte ich. Gut, Das ist jetzt okay. keine einfache Auflistung irgendwie zu finden. Das müssen wir die Artikel nochmal durchforsten, Ja, weil gut, es ist also es gibt auf jeden Fall, das sage ich jetzt einfach mal so, es gibt schon neue sieben Weltwunder, ist doch klar. Also Die acht Weltwunder gibt es auch noch. eins davon wird ja auch immer gesagt, dass das das Schneckenhaus von Snail TV sei. Ja. Das ist auf jeden Fall eines der neuen Weltwunder. So, und dann kommen wir zur letzten Frage. Die alles entscheidende letzte Frage kommt jetzt. Jetzt. Jetzt, da ist sie. Wer hat den Molotow-Cocktail erfunden? Die Finnen, die Spanier, die Russen oder Molotow? Der Herr Molotow. Genau, der Herr Molotow. Und vielleicht auch Frau Molotow. Also, Ja, Herr und Frau wer Molotow haben. hat den Molotow-Cocktail erfunden? Finnen, Spanier, Russen oder Molotow? Vielleicht ist ja auch der Herr Molotow ein Russe. Was machen wir dann? Vielleicht ist auch die Frau Molotow eine Spanierin. Okay, und das ist die alles entscheidende Frage. Wenn Lorelei die richtige Antwort darauf hat, dann hat sie gewonnen, ist der Champ von der heutigen Ausgabe gut gefragt. Sollte Dascha die Frage richtig haben und Lorelei falsch antworten, dann gibt es noch eine Stechfrage. Und wir schließen die Frage jetzt. Okay. Ich bin übrigens ziemlich sicher, dass es die Finnen waren. Und da liegst du auch richtig. Es sind die Finnen. Sehr gut. Ich glaube, ich habe erst neulich die Und Geschichte auch dazu gehört, ja, tatsächlich. ich sage jetzt mal nichts, ich zeige einfach mal das Ranking. Okay. Trommelwirbel oder sowas vielleicht noch so. Trommelwirbel. Na, Ja, und noch mehr Trommelwirbel. Wir haben noch noch mehr nicht genug Trommelwirbel? getrommelt. Es Das wusste ist Lorelei. Lorelei mit 2 Punkten Lorelei hat vorne. den ersten Platz erkämpft. Großartig. Herzlichen Glückwunsch an Lorelei, die sich, wie gesagt, niemals aufgegeben hat. Ja, tolles Comeback geleistet hat. Glückwunsch aber auch an Dasha und an Just Robots. Dasha hat, also ich meine, 11 Punkte aus wie viel Fragen? 19 oder so? Die genaue Anzahl habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm, Also wie wir viele sagen jetzt das einfach geantwortet mal so haben. rund 20 Fragen. Ungefähr 20 hatten Ungefähr wir, ja. 20 Fragen. Das war herausragend auf jeden Fall. Just Robots ein tolles Comeback gemacht.
Beim nächsten Mal sehr gerne direkt von Anfang an mitmachen. Und wie ihr am besten oder auf gar keinen Fall verpasst, dass die nächste Ausgabe von Gut gefragt kommt, dafür nutzt ihr einfach euren Snail-TV-Account auf snail.tv und abonniert einfach. Oh, wir haben wieder was Neues hier. Just Robots folgt uns auf Twitch. Genau, das ist natürlich, das ist der richtige Weg, uns bei Twitch zu abonnieren oder Genau. zu followen. Und dann die Benachrichtigung anzuschalten. Wenn ihr aber wirklich nur zum Beispiel von Gut gefragt informiert werden wollt, dann könnt ihr auf unserer Homepage das sozusagen einzeln abonnieren als Format und dann werdet ihr informiert, sobald die nächste Ausgabe von Gut gefragt ansteht. Wir wollen es jetzt häufiger machen. Wir hoffen, dass beim nächsten Mal wieder ein paar mehr mitspielen. Wir hatten auch schon Sendungen, da waren es deutlich mehr als heute, aber man sieht es ja, die richtigen Fans. Die sind auf jeden Fall immer noch am Start. Ich werde mich sofort als nächstes darum kümmern, dass Lorelei gleich noch ihr Abzeichen bekommt für ihr Homepage, für ihr Profil. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir hatten ja doch ein paar Zuschauer dabei. Wir bedanken uns bei den Mitspielern, Just Robots namentlich, Lorelei und natürlich Dasha. Wir bedanken uns bei den Fragestellern aus dem Team, die immer fleißig an Fragen arbeiten. Das sind teilweise unsere Freundinnen, Frauen, Lebensgefährten, Hausmeister, alles dabei. Und es waren heute gute Fragen, wirklich auch welche, die mir sehr viel Spaß gemacht haben, vorzulesen. Und wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, bei Gut gefragt. Und ja, wahrscheinlich. Bitte? Noch eine Info? Also Kolosseum ist eines der neuen Weltwunder, sagt gerade die Regie. Chinesische Mauer ist auch noch mit dabei. Taj Mahal seien wohl die neuen Weltwunder. Damit haben wir auch diese Frage noch aufgelöst. Und wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen, für eure Unterstützung, für eure Follows und so weiter. Nächste Woche am Mittwoch gibt es, wenn ich mich nicht irre, die Pokerrunde. Und da wird auf jeden Fall wieder für den guten Zweck gepokert mit illustren Gästen. Mit dabei sind Johannes Kaufmann, Wissenschaftsjournalist, der natürlich eine ganz wissenschaftliche, sachliche Art mit an den Tisch bringen wird. Dann wird es noch geben jemanden von der Band Maniacs, die ja sehr eng befreundet sind, hätte ich fast gesagt. Auf jeden Fall fast schon unsere Hausband sind bei Snail TV. Genauso natürlich wie El Analus, die ja beim letzten Mal mitgemacht haben, dieses Mal also Maniacs. Und ein weiterer Gast, den ich noch nicht verraten kann. Und insofern, also ich sitze übrigens auch am Tisch, also nächste Woche, Mittwoch, dann das Pokern. Und jetzt muss ich überlegen, haben wir noch was im Petto die nächsten Tage? Morgen? Nee, Übermorgen übermorgen, haben wir genau. Bretterbude um 20 Uhr. Übermorgen ist die Am Bretterbude Freitag. zurück, genau. Wir präsentieren wieder Bretterspiele und zwar in Zusammenarbeit mit Amigo Games. Und die haben uns das Spiel Bonanza geschickt und das werden wir am Freitag spielen, beziehungsweise eigentlich schon morgen. Wir zeichnen das auf, weil das ein neues Format ist. Und das werdet ihr aber am Freitag zu sehen kriegen, Bonanza. Um Und 20 Uhr am um Freitag. 20 Uhr am Freitag. Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr auch da wieder dabei seid. Und sagen bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an Jan, der das heute hervorragend begleitet hat Ja, gerne doch. und recherchiert hat. Dann den Marc, der in der Regie sitzt, den ihr ganz am Anfang gesehen habt. Und wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns auf euch und sagen Adios und viel Spaß noch. Keep on streaming. Wir sehen uns bei Snail TV. Bis dann. Ja, ciao.